Ich dachte, der Vater von der Arbeit so kommt hierher oder so. Kannst du mich da mal eintragen? Ja. Aber mit einem anderen Namen. Sekunde, ich muss kurz was googeln. Schreiben. Nein, Yeah.
Aber wenn es der Böcker dort ist, da wo der Kaffee drauf steht, der ist nicht gut. Da ist ein Fenster, wo Fett Coffee drauf steht. Ist das der Bäcker, den du mal aufmachst? Ja. No, das ist vielleicht noch vom Edeka, wenn kommt jemand mit. Aber sollte dir ein Kaffee trinken. Doppel! Müssen wir den Kaffee bei uns machen? Das ist Kaffeemaschine. Das kommt halt drauf an. Wie lange ist das ein Bracket oder nicht? Also, sicherlich. Ist das doch falsch alles? Was ist? Ist alles das doch falsch? Ja. Ich muss eh gleich noch. Hä? Also, ich würde sicher nicht lange nicht sollen. Ja, dann können wir zusammen dann. Ich glaube, Marius ist nicht da. Wie der ist da? Keine Ahnung. Das ist Marius. Wie der ist nicht da? Wann war Marius jemals da? Ja. Ah nee, du kannst dich einfach noch schielen. Du kannst da nicht schielen und Kunden warten, da kommt der Essen mit rein. Das ist halt immer, wenn du den nicht betreuen willst. Das ist immer... Mach ruhig. Du musst da immer vorsichtig sein gegen Marvin, wenn du auf Platz vom Schielen bist. Wenn du nicht gleich nicht machst, dann kriegt er deine Arme aus. Es ist die beste Fox. Ey, Donne, ich hab heute gegen Sandwich gespielt am Abend und gegen irgendeine Mühle. Und beide machen wir auch ein bisschen aus? Nein, und beide, mit beiden habe ich so ein Glas Stock gespielt, die Klappe weg ist. Weil, weißt du, Sandwich ist ja tausendmal besser, ja. Aber der andere hat die ganze Zeit Sandwich. Also war er doch der Beste. Ey, das ist legitim das. Die Sache, wenn Stanley Needles nicht klappen, dann macht es die besser. Und mehr. Dann gewinnt sie. Ich dachte, wenn Arthur nicht mal da ist, der pickt mich doch das nicht hin zu zum Picken. Ich werde einfach alle mal drei. Okay. Das werden wir sehen. Kannst du mich eintragen? Dann ist er mit zwei so. Und wenn er verliert, dann habe ich ihn nicht. Das ist nur eine Win-Win-Situation. Oh mein Gott, das war... Ich glaube, du kannst halt einfach nach oben essen. Hast du einen Account gestellt oder nicht? Nach oben und rein würde ich essen. Aber dann ist dann die Eier okay und vielleicht kommst du dann noch drauf und steak. Maybe. Ich war Matthias mit 2M. Theas. T-E-A-S. Wie soll ich dich ziehen? Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, wo du die Sattel ziehen sollst. Das ist auf 50 Hertz wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin.
Das ist nur die einzige, die das kann. Das ist ein legitim schwarze Magie. Vor allem, es gibt halt auch eine mit Thunderbolt, die auf 10 auf den PC-Kampf. Das ist klar. Aber leider kann das nicht etwa 60 machen, weil das nicht 240 ist. Ja, das ist schade. Weil dann wäre es ein Kritiker. Aber so Composite schaffen das ja auch 480 i, oder? 480 i schafft das auch. Also ja, das ist eh irrelevant. Stimmt, ja. Ich habe mir halt so für mein Home-Setup so ein OSSD geholt. So, ich weiß nicht. So ein Open-Source-Scan-Converter, das ist halt so analog-digital-Umwandler, aber der hat halt noch so Zusatz. Ja, das hat halt auch einen. Ja, ja. Das ist halt einfach
bei dem Ding, was ich halt habe, da ist halt auch meine Wii angeschlossen und meine Super Nintendo. Kann ich halt auch upscalen und so. Habe ich dann halt auch meine Super Nintendo, die ist halt 240p, halt abgescaled auf 1020. Und dann kommt halt digital für HDMI raus. Auch damit so ein HDMI so dieser Adapter mein CRT-Monitor angeschlossen. Das ist halt voll geil. Kann man halt auch für NC6 wahrscheinlich auch machen. Ich habe mir das Ding eigentlich Topic nur geholt, weil so, wenn du Scarf hast, eigentlich Scarf ist alles gekriegt, was du so an der Dachte und so alles hast. Das war mir dann zu stressig. Und das ist so das einzige Gerät, was ansatzweise damit umgehen kann. Das war halt relativ teuer, ich habe so 150 oder 130 gebraucht. Ich glaube, so neu hätte es so 200 oder so. Ich habe halt bei mir zu Hause so einen Röhrenmonitor und den benutze ich für alles. Ah, Dennis, du hast aber kein Bei. Du hast kein Bein, du musst sofort spielen. Thank you.
an Handy abkannt. Okay, so. C-Lane. Nichts hat letztes Mal so gut gewesen, oder wie? Nichts hat letztes Mal so gut gewesen? Der war Zweiter. Unter ist das auch ist? Ja. Okay, na dann. Eventuell über Ace, keine Ahnung. Nein. Ist egal, aber ich mal. Das ist halt immer so dumm, wenn man halt zu viele Sets. Ich glaube, wo müssen wir, glaube ich, anders gesiedelt werden, einfach damit der andere Gegner bekommt oder so. Dann wäre es halt fast an derselben Stelle. Einfach besser. Buchstäblich? Okay, ja. Das ist lustig, oder? Eventuell noch Ranking mitmachen. Dennis, willst du Ranking jetzt machen oder später? Was sagst du? Ranking jetzt machen oder später? Wollen wir vorhin noch 8 machen? Oder ich kann doch jetzt machen. Wir sind buchstäblich in einer Stunde da. Also, nee, heißt. Jetzt sind auch erst alle da. Ich glaube, Top 8 ist nicht so, nicht so hart ersehnt. Mach ruhig. Dann ja, jetzt sind auch alle da, deswegen. Ja, sind alle da, deswegen. Später können sie alle weg sein. Das Leben ist vergänglich. Ich finde, da solltest du mehr drüber nachdenken. Das Leben ist vergänglich, Mele bleibt immer. Tatsächlich? Das ist so die durchschnittliche Lebensdauer von der CRT, so 30 Jahre. Dann bauen wir halt eigene Rüstung. Ja, das ist der Erste. Hier los? Ja. Hier also Powering, meinst du? Der Ofen ist leider kommt. Jan war nicht dabei, Annikai war dabei, Ofis war dabei, Arthur. Und Arthur war dabei und ich. Und wir haben wieder Top 20 Ranking und auf Platz 20 haben wir Miles. Leider kommt er nicht mehr, aber auf Platz 19 ist Ace. Hey! Übrigens alles jetzt Neueinsteiger. Ace war noch nie da, Miles war noch nie in dem Ranking. Dann auf Platz 18, auch neu in dem Ranking, Anni. Auf Platz 17, Annikai. Ein geteilter Platz 15, ein Neueinsteiger, ein Wiederkehrender, der Neueinsteiger Michele. Und auch auf Platz 15, wieder dabei, Animal Rights. Hey. Ja, ist ein Gleichstand geworden. Auf Platz 14, Jojo. Auf Platz 13, Microsoft Office. Auf Platz 12, wieder neu dabei, Marley. Und auf Platz 11, zwei Plätze aufgestiegen, Boff Target. Auf Platz 10, auch zwei Plätze aufgestiegen, Bananenmarmelade. Auf Platz 9, zwei Plätze abgestiegen, Geldmann. Mit dem Erwachsensein kommt auch manchmal die Enttäuschung. Auf Platz 8, 10 Plätze aufgestiegen, Jan. Er war Platz 18 beim letzten Ranking im, wann war das, Dezember 2019, glaube ich.
Auf Platz 7 Strawstream. Auch ein guter Thema, der auch sein letztes Ranking, da war er 18. Also ist er 11 aufgestiegen, wenn ihr so wollt. Aber er war schon mal drin. Seitdem kommt er nicht mehr. Seitdem kommt er nicht mehr. Auf Platz 6 ein Newcomer, erstaunlicherweise. Maxi! Maxi! Nee. Auf Platz 5 ein Platz aufgestiegen, ich selbst. Auf Platz 4 zwei Plätze abgestiegen, aber stärker denn je, Konsti. Auf Platz 3 ein Newcomer, Domme. Ja, ich dachte, der ist oben bei Max. Hat er einen Schlüssel? Okay. Auf Platz 2 ein Platz abgestiegen von Platz 1, Arthur. Er hat auch andere Verpflichtungen, natürlich. Und auf Platz 1 ein Newcomer, der einzige in diesem Ranking mit zwei Charakteren. Alina. Ach, Geldjunge auch. Niki. Platz 1. Was? Was? Nein. Das ist unser neues Power Ranking. Vielen Dank an alle Beteiligten. Jonas hat die 6. Grafik im Universum gemacht. Ihr könnt es wahrscheinlich tweeten. Guckt sie euch aber gerne nochmal hier an. Ich hab sogar bei dir eine Weil letztes Mal hast du, glaube ich, aufgehört. Let's go! Ey! Oh, das ist wirklich sick aus. Mega geil, ne? Auch guck mal, die Bottom-10 von Sie sind einfach in so einem Flippy-Menü. In so einem kleinen. Wo ist der Bracket? Das Bracket. Kurz weg hier. Schauen. Okay! Tuni geht los! Es spielt hier, pausiert eure Matches. Jan Ulrich gegen Downgrade Falco, Geldmann gegen Admiral Wrights, Banane Marmelade gegen Soyboy, Lil Fruzy gegen Grammatheas, Nickstrap gegen Ace und Marley gegen Magic on Stream. Achso, ja, Leute, dieses Turnier ist das erste von 29 in der Jedo-Liga. Das fängt ganz schön damit an. Das fängt hier und heute an. Aber das ist doch kacke. Nein. Der erste Platz geht an. Also, wir haben immer 10 Punkte vergeben. Der erste Platz kriegt 10, der zweite 8, der dritte 6, der vierte 4, die fünften kriegen 2 und die siebten kriegen 1. Und wer zum Schluss die meisten Punkte hat, wird für den Playoff eingeladen. Wir haben nämlich auch noch den Ladder gleichzeitig laufen, die Jonas vielleicht noch angucken. Das machen wir später. Beide. Hallo Jonas. Hallo. Kommentaten will. Ja, aber ich hole kurz mein Telefon, damit ich der fünfte wahrscheinlich zuschaue. Yeah, I'm going to go.
das reicht uns. Yeah. Anyway, or human traverse. Wird schon gestreamt. Es ist Gero 104. Und Mali und Magic spielen Even, wie es aussieht. Hey, hi, da möchte ich mich dazu setzen. Gero Prenzelberg-Edition. Gero Prenzelberg. Jenny P6 Hour in den Chat. Gero Prenzelberg? Ja, 104. Nice. Wir suchen jemanden im Chat. Ich bin das Dritter geworden. Oh ja, du hast es nicht gehört, da warst du gerade unterwegs mit. Du bist Dritter in Berlin. Ja. Und wenn Arzt kommt, bin ich Zweiter dann. Dann zeige ich euch. Ja, weil Niki aufhört zu kommen. Nee, da bin ich Erster. Nee. Digga, was für eine Timeline, wenn ein zugezogener Top-Spieler aus Südwesten Platz 1 in Berlin. Ja, schon buchstäblich ein zugezogener Fox-Spieler aus südwestlicher Richtung ist der Erste. Hä? Ein zugezogener Fox-Spieler aus südwestlicher Richtung ist der Erste. Nee, südwestlich von hier ist Hannover. Es ist schon südwestlich, ja. Aber dann habt ihr noch einen aus Baden-Württemberg. Wow. Stuttgart. Das ist schon traurig. Es würde buchstäblich nichts ändern. Tatsächlich. Hast du auch einfach zugezogen? Ja, tatsächlich. Es ist so groß Berlin. Ich dachte, Berlin bleibt hart. Eine Bachelorarbeit schreiben tatsächlich. Die sind halt so wie bei München, die kaufen einfach alle. Also ich finde, ist halt echt so, ne? Ich finde, das ist... konntest du das geschehen lassen? Dass ich eine Bachelorarbeit schreibe? Dass du Niki und Arthur die zugezogen und die vorbei hast ziehen lassen. Ey, oh, das war Dennis. Ohne Scheiß, du hättest deine Bachelorarbeit einfach droppen sollen. Und tatsächlich, die spielen beide ähnlich lange wie ich, also sind sie gar nicht an mir vorbeigezogen. Ich war nie über ihnen. Ha! Ha! Moment. Sie war das, ist das ein guter Ort? Oder sieht hübsch aus mit den Stocks. Das ist verrückt. Das Stream ist unglaublich kreativ. Selbst so gut, dass man noch einen Nana-Stock sieht. 1-0 für Mali. Colorado Rapper. Und seit so einem Stream hat man nur von Liver so gehabt von der Qualität. Das ist schon ein Fake. Der Stream ist einfach um Walten besser. Heute entscheidet sich, wer die bessere Pizza macht. Italien oder Colorado? Ja. Das ist ein bisschen lauter, das ist ja Italiener mit dir. Oder sehr, sehr abgelenkt. Aber die Italiener waren schon... Oh! Ausgedrückt, oh. Ausgedrückt. Das ist tragisch. So. Bei Dennis ist es vorbei. Oh! Und jetzt sind wir wieder Typ. Bin 3-0 er Für dich? Ja. Nein. Was? Du hast nicht gegen. Du hast gegen Downgrade Falco gewonnen? Ja. Das ist ziemlich sick. Das ist sick. Downgrade Falco? Nee, das ist 20, ne? Damit geht es schon hier auf. Ja, oder? Er ist knapp. Er ist in Runner-Up. Er ist in Runner-Up. Mali macht ganz schön. Ja, Mali zieht zumindest in diesem Match. Ich bin ja eigentlich ein Newcomer. Mali ist ein Rocker, der macht die Mali Damage. Auf dem Melee-Setup steht. Oh! Mega geil. Mega gute Detailos. Oh, der Mali! Mali das war der Mali. Das war der Mali.
Rob Dungeon, das ist normale Davidson. Hoho! Die sammeln sich jetzt alle Leute, die so zu schnell mit ihren Matches da sind. Domme. Oder die halt einen Ball haben. Domme hat einen Ball im Prinzip auch. Ich hab doch gar nicht gespielt. Ich hab noch nicht mal gespielt. Na, dann hat er doch gar nichts hier zu tun. Muss er einfach verdienen. Oh! Oh, ich krieg wahrscheinlich Faul. Oh, ja, ich krieg aber nicht. Was war das? Der hat halt die letzte Zeit nur Faul gespielt. Oh, danke für den Follow. Geil. Ja, 377. Ich glaube, 377 pausiert sein Match. Das ist gut, dass er sein Match pausiert. Dann ich kann er gut so zuhören, wenn die Matches sind. Ich habe hier noch einen Free Prime-Sub. Nice! Oh. Oh mein Gott, dort muss 51. Nana, am Leben. Oh! Oh, Marley aber nicht mehr. Nani aber nicht mehr. Zieht's den in den Chat. Ey, was geht, Till? Till ist großer Marley-Fan, weil er auch Eisbären ja spielt. Achso, ich dachte, Till... Till der Rapper. Oder nein, Till der Rapper. Vielleicht spielt er auch eigentlich. Scheiße, warte mal, ich wollte gerade sagen, Till der Rapper oder Till der Rapper Interviewer. Aber oh, Till der Rapper ist auch Till der Rapper Interviewer. Er ist derselbe, ja. Aber es gibt einen anderen Till, der Rapper Interviewer ist, aber kein Rapper. Oh. Das ist ein Gerücht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das geht. Vielleicht rappt er auch. Das geht Der kann auf jeden Fall Lyrics sehr gut rezitieren. Ich glaube, es gibt niemanden im Hip-Hop-Journalismus, der nicht schon mal probiert hat zu rappen. Fair. Alina. Safe, hat Alina schon mal irgendwo gerappt. Ach Quatsch. Ich wette. Oh. Alina, rapp mal. Ich dachte gerade Alina, Arthurs Kind. Das wäre gut. Aber warum hast du sie in Hip-Hop-Journalismus gesehen? Keine Ahnung. Sie hat die ganzen Leute. Hat sie dich letztens irgendwie interviewt? Oh, Drowsing ist auch am Start. Was geht Drowsing? Till sagt, was geht Dennis? Let's go. Oh, man hört es. Das ist einfach ein sehr gutes Mikro. Till-Tons. Till Toons, der ist nämlich Comic-Zeichen. Nein, nein, er macht so Tonfiguren, aber sehr, sehr lange. Ich glaube, dann kenne ich ihn von Twitter. Das kann sein, das kann sein. Er macht sehr international, also dachte ich eigentlich, das wäre nicht. Er ist nicht deutsch. Der ist Hamburger. Echt? Der ist nicht deutsch, der ist Hamburger. Ich dachte, er war so Däne oder ich habe das zugezogen. Nein, ich glaube nicht. Warum würde denn warum würde jemand Till heißen mit Y, wenn er deutsch wäre? Das geht Lemon. Das geht Tommy H. Tommy H. Ein ganz in Hamburger. Das ist Tommy H. Hamburg. Tommy H1 ist ein Bremer. Bremer? Das ist Bremen, Hamburg. Das ist effizient das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ja. Er würde es gleich passen. Er würde gleich sagen, das kann nicht sein. Wie ihr mir hier wieder Städte in den Mund legt, okay, Digga. Und dann sagen sie das beide mit demselben Akzent, weil das Norddeutsche sind. Moin, Digga. Oh, ganz knapp, aber Marley hat es nicht geholt. Er steht 1 zu 1. Tommy H1 sagt gegen den Sekretär von Microsoft Office gewonnen. War es ein 3 zu 0? Spezifisch, ich habe danach gesucht und es nicht gefunden. Aber vielleicht ist es der gleiche 3-0. Wort. Spezifisch, der Sekretär Vogel. Ja, what? Oh shit, oh, Magic. Magic ist Desperado. Nee. Und Jonas hat direkt reagiert. Wie, was machst du? Ist griechisch für Schlange? Altgriechisch. Ja, wusstest du das nicht? Ich liebe Altgriechisch. Es gibt doch auch. Ich habe für mein Studium bestimmt schon 700 altgriechische Texte gelesen. Ufis ist doch auch irgendwie die linke Seite, die deutsche Übersetzung war. Ufis ist doch auch ein Gott, oder? Nein. Ist der Schlangengott vielleicht? Smash vielleicht, aber. Oh ja, ein Trailer auf jeden Fall. Das ist Smash-Gott. Also Orpheus, ja. Mich fragt jetzt schon Lukas, der sich mit der Zeit. Das ist aber auch eine Sage. Ja, aber das ist auch eine Sage, sozusagen. Ja, wenn du Ufis googelst, kommt halt nur eher so. Nee, natürlich. Zu famous. Kannst du noch was spielen? Geht man in the right oder so? Banane Säuber spielen, ne? Geht man in my right. Das ist jedenfalls Schlangen, der wissenschaftliche Begriff dafür ist heutzutage auch immer noch Ophioiden. Wow. Was ich jetzt denke. Das ist jetzt krass. Kann mir jemand erklären, warum so eine gute Wahl war, hier bei der Stage auf Peach zu wechseln? Weil ich dachte, das gerade gut, fallen, dass Smash auch besser ist. Als Also FD ist also komplett schon grauenhaft, ist doch komplett im Matchup, weil Vali keine Plattform hat, die er nutzen kann, um aufzuweichen. Der Safe! 5,2 zu 5,3 oder so. Eigentlich relativ easy im Grab und easy Follow-up, vor allem wenn ich kein Wort nicht gehe. Peach ist halt sehr schwer zu rappen hier, weil es keine Plattform gibt. Und wenn er diesen Down-Splash macht, dann hat
dann, oh, dann steht er von der Wand. So. Ich muss sagen, ja. Ja. Zwei Sachen anders. Die also, der Mann, einer der besten mit dem Delta-Compete. Und Peach kann allgemein eigentlich auch gut ausrollen und so. Und das ist wahrscheinlich auch das schlimmste Matchup für Eifert generell. Weil ich hatte mir noch gemerkt, dass Käse, wenn er das spielt, lieber Fox spielt als Schiebe. Ja, weil Verstieg ist nochmal schlimmer. Deswegen macht Fox das gut. Ja, es ist theoretisch Fox gut, aber bevor wir für einen richtig gut kommen, wenn der Fox das gut kann, dann ist es richtig schlimm. Also, selbst wenn der Fox gut ist, ist trotzdem die beste Eifert-Date. Ja, das schon. Aber halt immer noch so, das ist so ein Ding, also wenn du da so Lücken hast in dem Matchup, dann werden sie gut offensichtlich. Gleichzeitig aber, wenn du das Matchup richtig gut kannst, dann wird es da Der Move, den Magic da gemacht hat, ist halt einfach vom schlechtesten Matchup von der Stage her einfach zu setzen. Weil Peach hat ein super gutes Matchup gegen Ivy, vor allem auch von der Stage, denke ich. Und es ist halt so viel besser als zu Brian als halt von Leck. Wenn du Sheik siehst, hast du zum Beispiel auch kann gechain-grabbed werden von Ice. Also früher war das natürlich, dass man robbeln konnte, wo dagegen gar nicht mal was gekommen ist. Da brauchte man aber immer ein Setup für. Und das war dann so minimal, ganz, ganz bisschen mini-knifflig. Also eigentlich nicht wirklich, aber mit Sheik war das Problem, dass du dieses Setup nicht mehr. Du brauchst nicht mehr dieses kleine knifflige Ding, weil du einfach einmal downthrown konntest, regrab und dann hattest du. Ja, ja. Kannst du? Ja. Du musst gegen Banane. Achso. Banane? Das machen wir gleich am Stream. Das machen wir. Nee, hier Dennis gegen Geldmann. Nice. Geldmann habe ich eine Weile lang nicht mehr spielen sehen, ich freue mich drauf. Ja. Der hat halt die letzte Zeit immer Falco gepickt. Also außer, ich glaube, er hat das ja Dual-Man. Boah, es gibt Kaffee. Ich glaube 2014. Aber schon bis weit seine Leute ziehen. Das ist so, ja. Wer alle wissen, was war, seit er war im Kalten auch nicht, aber dann hat er gespielt, dabei. Ja, ich glaube, das ist ja gerade von Samus gefordert. Damit Samus weiß, es ist ja. Ja, ja, ja. Er ist ein bisschen. Okay, es sieht aus, als wäre das eigentlich eine gute Entscheidung gewesen von Magic. Ich meine, schon vorher 1-1 relativ ausgeglichen, aber jetzt liegt er mit Peach ein bisschen vorne. Von dem Ort und Marley hat ein bisschen mehr zu kämpfen. Aber er ist drin. Ich weiß, es gibt ja auch viele, die halt nie gesehen haben. Da haben sie aber einen Grab bekommen und damit ist es jetzt. Oh, lass es doch. Er ist ja schon vor früher. Ich dachte gerade eben wäre Peach weggeflogen. Aber er ist leicht mit HP 49. Ja, du bist nicht so machen. Ja, voll, aber er war halt, also. Er hat nie so richtig eine stabile Season. Hohe Prozente, eine mehr könnte schon töten. Ja. Eine Down-Smash könnte wahrscheinlich auch schon. Ja, müsste auch töten. Sie haben beide versucht zu grabben, aber keiner hat es abbekommen. Oh. Oh. Aber Mali fliegt schon. Und das ist das. Oh, und das war das Game. 2-1 ist ein besser Fight. Ja. Das heißt, aber das heißt, das wird nur normal FD passieren. Oh, diesmal wieder auf Fox. Geht wieder auf Fox und es wird wieder ist FD gespielt. Okay, also der scheinbar hat Magic auf dem Chat gehört. Nämlich, das ist für Fox doch gar nicht aber so schlecht. Ich habe trotzdem immer gegen alle Eisleiter verloren, weil ich hätte nie gut als das war. Aber. Toll. Hero hat aber Fox hat ja eigentlich auch viele Nachteile. Habe ich gerade gelernt.
Tiere halten mit einem. Ich respektiere es, dass Marley dauerhaft auf Downsmash steht, gegen einen Charakter, der eigentlich die ganze Zeit in der Luft sein sollte. Ja, finde ich auch gut. Das haben wir jetzt aber nicht mehr. Ja, ja. Oh, Marley! Marley hat einfach mal nochmal kurz abgeräumt. Relativ früh Stock gezogen. Es wirkt aber auch fast ein bisschen wie ein Versehen auf der Seite von Magic. Ja, natürlich hat das mit jeder Karte. Ja, voll. Jede Karte kriegt einen Tech-Chase. Oh, das war, oh, das war ein SD. Oh no. Andere letztes Nana jetzt wieder dabei. Und sie haben einen Grab bekommen. Wichtig. Und da hat es... Ich gar nicht viel machen. Ja, das ist Mali ist Icy Man, ja. Das ist halt schon, dass man dann sagt, okay, alles klar, das zerstört natürlich meinen Charakter. Weil ich auf jeden Fall. Oh mein Gott! Keine Ahnung, die Mitte sind halt immer nur Grind, man ist Punch geben, dann macht das nicht kaum Sinn. Ja, 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 das ist auch so, das findet man so. Ja. So, beim Dosen-Fletcher kann ich es verstehen, aber so ein Fox-Fletcher ist das gleiche. Nur du musst halt mal arbeiten. Ob Limon? Ja, Icy Man ist. Ich weiß nicht, wer Limon ist. Keine Ahnung. Aber man bemerkt halt auch so, wie viele Icy Man jetzt einfach nicht mehr auf dem Radar sind, weil die nicht mehr Street schießen. Oder wo drin ist, wenn Nemesis Army etc. Paolo, hast du einen Twitter? Ja. Wir sind dein Echt. Real Geld, Junge. Real Geld, Junge. Das ist so komisch. Ja. Ja. Vielleicht gehört er wieder zum Jungen zurück, nachdem er wieder den zweiten Platz Oh, Nana weg. Mali hat sich nochmal auf die Stage zurückgekämpft. Aber jetzt lässt Fox ihm eigentlich quasi gar keinen Raum. Oder doch? Okay. Oh mein Gott, der Trickster. Oh shit. Es hat wieder einen Stock nicht. Ja, das ist mal zwei. Wenn es, ja, das ist so hinterher. Ja. Irgendwas ist mit dem Framework komisch. Oh. Ey, du, vielleicht lieg ich ja auch falsch. Vielleicht hat es noch richtig angezeigt. Ja, das... Ja. Wenn Magic das Game jetzt bekommt, dann ist er auf jeden Fall weiter. Marley liegt nämlich 2 hinten. Und es sieht aus, als könnte das jetzt tatsächlich passieren. Und Nana hat sich noch gehalten. Oh, oh nur das Nana ist hat das sich gehalten. Geht. Oh, Sam. Jetzt sehen wir einen Klassiker. Ein Klassiker. Don't worry, Peter. Ich kann es übernehmen von hier. I think, in der Webseite. It could use some work, but it did what it had to do, I guess. It did the job. It did the right. Yeah. My preparation for this was. Like playing Pete Tyson 3 times in Francis and then watching one Armada. Yeah, Armada also does nothing in that match. Magic? Armada. You're new here, right? You're here the second time or something? Yep. Sorry, what's your name? Carlo. Carlo. Magic. My turn. Yeah. Hi. Nice to meet you. I'm Heide. Hello. Hi. Gibt's nie. Du musst ja spielen Magic, oder? Ja. Go. Ja. Falco Peach. Das habe ich erstaunlich häufig beim Arcadia gesehen, weil es erstaunlich viele Falcos gab. Und es gibt Dennis. Und immerhin 2 Peaches. Das ist schon Dennis und Nudelsuppe. Ah, ja. Thomas Gilde. Loser auf die Aufgabe, okay. Loser von den beiden. Prenzel und Prenzel Crime. Hallo, Michele. Deswegen haben wir es auch on Stream gepackt, weil heute die 140. Edition von Videos. Marley, why are you so lovable? Das hat Michele geschrieben. Marley, why are you so lovable? Floaty spielt auch Peach, stimmt. Aber war der bei Arcadia? Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass er jetzt später mit dabei war. Aber am Anfang in den Pools war höchstwahrscheinlich.
Jo, der war da. Okay, dann habe ich noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ach doch, stimmt, bei den Crews war er auf jeden Fall dabei. Geht es jetzt schon los? Ich nehme mal an. Ja, das ist los. Und beide haben auch schon den Stock verloren. Okay, wir sind richtig unaufmerksam. Aber jetzt kriegt Geldjunge ein bisschen mehr auf den Sack. Doch nicht. Das ist insane, von was Peach sich recovered. Das würde wirklich, ich habe es gefühlermaßen kein anderer Charakter machen. Wenn Dennis mal das macht, das ist so schön. Naja, bei Samus ist es auch extrem. Ja. Hallo, Anni. Hier. Und Peach ist immer noch nicht tot mit 150. Ah, übrigens, du bist 18 Tage. Ich bin über irgendwie gerankt. Ist ja. Und da war jetzt finally der Stock. Schön, schön wie Dennis sich den 104-Tag geholt hat, obwohl er gegen den Prenzlberger spielt. Ja. Frechheit eigentlich. Das Bracket. Das ist einfach so krass top-heavy. Wenn Peach sich den Gegner schnappt und so grabt und dann dabei so aufstampft, das ist einfach wunderschön. Hier, Winner Quarters. Das ist generell, das sind so schöne Animationen. Aber das ist auch nicht so Leute, guck mal hier, Jojo 03 und dann hier gegen Le Fou sind nix drin. Das ist halt so absurd. Scheiße. Oh. Jetzt sieht's wir doch müssen mit unserem Set, weil das Setup da drüben anscheinend ein bisschen laggy ist. Wir haben aber eh noch Zeit, oder? Ja. Geht sich eben. Geht's aus. Das ist halt. Das ist alles 3-0, ne? Wow, wow. Oh, 1-0. Also, wir haben Geldmann. Wahrscheinlich Geldmann. Auch schnell von daher. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Ja. Oder ich spiel Mario. Ja, dann ist es immer 3-2. Ey, mein Mario, der ist vermutlich. Ich habe mir auch überlegt, das Turnier CF auch nicht zu gehen. Ich bin sehr froh, dass ihr mich fact-checkt, was ich hier über Falsches über Arcadia und die Anzahl der Peaches gesagt habe. Es waren 3 Peaches. Nudelsuppe war da drin. Ja, das habe ich gesagt. Und Floaty meinten noch. Und ich war Komori sicher, war noch da. Naja, Komori war ja Dual-Main, ne? Ja, aber der ist hauptsächlich Peach und manchmal Pikachu. Aber der hat nicht viel Pikachu gespielt. Ja, dann mehr Peach und sonst. Bestimmt gab es noch andere Peaches, aber ich kann mich auch nicht. Floaty war halt noch da. Aber den kenne ich nicht. Den kenne ich nur vom Brecketbaum. Boah, das ist schrecklich, alle Apps zu bekommen. Wenn Dennis diesen Move bekommt, weil er immer wieder grabbt und dann hochwirft und gleich wieder fängt, ist das Chain Grab. Ja. Denn Dennis Chain Grab ist immer sehr. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch bei Arcadia, das war ein paar Mal zu sehen. Aber so richtig lässt sich der Geldjunge auch nicht so richtig die Butter vom Brenzel. Vom Brenzelbrot nehmen. Ich sagte, dass Geldmann sich die Butter vom Brenzelbrot nicht nehmen lässt. Dann musst du Winner von den beiden. Was? Genau, weil es doch alles Brenzelberger sind. Aber was heißt das? Was heißt das? Ich sehe die Butter vom Brot nehmen lassen, aber das ist so nicht schenken. Ja, so. Ja, aber... Na, wir haben darüber geredet, dass das 104. Jedo ist. Ja, okay. Und dass das 2 Prenzlberger sind. Okay. Aber dass Dennis sich den Tag 104 geholt hat, das ist schon eine Ansage. Okay. Aber Geldmann macht sich sehr gut. Er hat das erste Set gewonnen. Achso, ist Dennis okay. Ja. Ach, das hast du nicht gegangen. Ja, aber natürlich den Teil, aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt immer noch. Ich finde, es war ein Ich dachte gerade für eine Sekunde, dass das so ein Zeit für Brot-Witz ist. Ah, wow, wegen Prenzlberg. Ja, weil im Prenzlberg Zeit für Brot ist. Verstehe genau. Ich, ja. Steht's ja eigentlich. 1-0 für Prenzlberg. Für den Prenzlberg. Für einen der Prenzlberger. Für einen der Prenzlberger. 1-0 für Prenzlberg. Wenn Dennis volljährig ist, dann heißen sie auch nicht mehr die Prenzlberg, sondern die Prenzlberg. Das war gerade wirklich so Meta-Doppel-Verschleißer-Witz, keine Ahnung. Wenn Dennis. Erwachsen. Oh, jemand. Oh mein Gott. Oh, Özge. Oh, hallo. Özge. Ah.
Das gibt ihr liefern. Bisschen Energie für den. Und das bei Prenzlberg. Und was bei Prenzlberg gegen Prenzlberg? Ja. Die alte Prenzlbergerin ist. Die kommt nicht aus Prenzlberg. Oh! Dennis, du musst eine sicke Kombo machen. Du bist verfeigt, Dan! Oh! 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 Lady Boy! Alle Guten oh sind mein alle Gott. Da! Und? Oh, ein Feigen! Ihr sagt keine coole Kombo, Feigen, es tut mir sehr leid. Oh! Aber? Also, es steht, es hat wieder ein Prenzlberger gewonnen. Sammy, es steht 1:1 Prenzlberg. Kann ich mir eigentlich hinsetzen? Warum sind hier keine Stühle? Da hinten. Warte, ich setz mich auf die. Du kannst auch einen von denen, aber die. Setz dich auf die. Ja, hier wird es ein bisschen eng. Komm mal her. Ich setz mich auf die Lehne hier. Wie sieht der, das Jana ist auch da. Das ist ultra steckt. Jana 2227, hallo. Oder auch nur 2227. Was? Enttäuschend. Oh! Enttäuscht auch noch. Hast du vielleicht einen Clip in den Chat? Das war, ja, das ist ein Clip. Ja, ich hab leider meinen Clip hatten. Der Clip hatte sich da? Nee. Beim 104. Beim Prenzlberg Weekly. Hab ich zu Hause vergessen, Alter. Ey, Jonas rockt hier mal wieder den Stream insane. Ja, Genosse Pingu, Dennis hat gerade gewonnen. Er ist nämlich Peach. Es steht 1-1. Es steht 1-1 für Prenzlberg, genau. Und das ist ein typisches... Oh, Alter, der stylt einfach nur. Nein. Und Geldmann will es ein bisschen nochmal sehen hier. Was möchte er sehen? Na, das geht los. Achso, ich dachte, da kann irgendwie so Sehenswürdigkeiten. Jetzt, wo er mal woanders ist, wo man schon ist. Oh, okay. Also, Geldjunge ist sehr hart in der Führung. Geldmann. Hier. Sorry, Geldmann. Yeah. Er ist erwachsen. Das ist Geldmann Erasure. Das ist halt schon fast so wie Arcadian 1. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Falco gegen. Okay, Dennis holt sich den Stock, aber kann dann mit 134% noch einen rausholen. Das wäre jetzt. Da ist noch alles drin. Das wäre jetzt der Wahnsinn. Bei den, kommt bei den die Waschmaschine. Ist alles drin. Die Waschmaschine kam, aber sie ist nicht richtig angegangen. Oh. Oh, okay. So oh. Das war, glaube ich, nicht absichtlich, aber es war ein bisschen cool. Das war sehr cool. Da waren nicht, ich glaube, 50%. Ja, immerhin 50% es war was. Obwohl, das ist nicht nichts. Wenn er jetzt hier nochmal schnell mal einen Stock rausholt, dann, oh, okay. Nee, da hat er zu sehr drauf gesetzt, dass Geldjunge, Geldmann nicht tacken kann. Aber der ist ein Mann. Aber er konnte tacken. Er ist mittlerweile alt genug, um zu tacken. Was geht Haramboy? Oh mein Gott, Haramboy immer noch nicht bei unseren Weeklies. Ja. Warum eigentlich? Peinlich. Ich glaube, er hat Donnerstag immer... Boah, Alter, was war das für ein Powersheet? Oh. Das war Powersheet und Powersheet, oder? Ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das war Powersheet und Powersheet. Haramboy sagt nächste Woche. Na gut. Ich werde dir verzeihen. Oh, der war schön. Okay, kann Dennis das zurückholen? Er hat wieder eine One-Stock-Deficit. Aber guter Anfang schon mal. Leider keine Waschmaschine. Ja, was ist denn mit Powersheet? Und jetzt läuft Geld aber ein paar Mal rein, muss man sagen. Ja, das ist ein Ding, was Geldjunge auch macht manchmal. Ja, Mann. Das ist halt Falco-Spieler. Ja, du hast auch Geldjunge gerade gesagt, ich hab Mann gesagt. Echt? Das hat mich gesagt, getroffen. Ich werde wahnsinnig hier. Geldperson. Geldmensch. Das finde ich gut. Oh, Geldmann ist der dümmste Mann auf Erden. Ja. Versuch das nochmal. Oh. Okay. Aber Dennis hat auch ein bisschen Bock noch bei 120% durchzuziehen. Dennis hat Lust. Da geht es auf jeden Fall voran. Oh nein! Und das war das natürlich der Prenzlberger Sniper. Oh, das hat er zweimal. Das hat er letzte Woche zweimal bei Juggle gemacht. Dass der Juggle runtergesprungen ist? Deswegen ist Juggle 3-2 verloren. Nein. Das war insane. Das finde ich ein bisschen. Ist Herr Jech aus Fahada? In Prenzlberg sind. Das war ein dreifacher Prenzlberger. In Prenzlberg sind wir auch mal ein bisschen ehrenlos. Jay-Z! Das ist ja hier da sehe ich mich ja ein bisschen. Bei Daisy? Weil ich ja auch also zumindest dunklere Haare habe als blond und ich habe ein gelb-goldes Kleid. Wusstest du, dass meine Peach auch die Orangen ist? Nein, doch. Wusste ich nicht. Mhm. Aber es ist ein gelbes Kleid. Es ist ein gelbes, die Orangen halt wegen den Haaren. Ja, ach so, ja. Und weil Fox, naja, es ist schon orange. Es ist schon orange. Wunderschön. Klasse. Kommt Geldjunge ins Zittern? Oh, für den jungen Ulrich ja. Liegt es jetzt 2-1. Er ist also ein bisschen entspannter unterwegs.
Und da liegt ein Stock vorne. Ja, jetzt kann er ein bisschen mehr kommen. Und da sieht man auch immer, dass Geldmann jetzt ein bisschen mehr. Ja, das machen wir gleich. Oh! Ein bisschen mehr liefern muss und das auch tut, wollte ich gerade sagen. Oh, okay. Aber schöne Text hier, schöne Text hier. Oh, schöne F-Smash ist hier. Wir supporten die nicht im Hause Charlottenburg. Oh! Grenzenberg offensichtlich sich nicht zu schön für F-Smashes. Oh. Und das war's auch für Geldmann. Für den zweiten Stock, ja. Und damit ist wieder Dennis einer vorne und Geldmann konnte noch nicht viel ziehen. Er konnte nicht viel ziehen. 3% war nix. Dabei ist das so eine Sache, die man im Grenzenberg eigentlich relativ viel macht. Na sowas. Ziehen. Obwohl. Nee. Shoutout an Jonas, der im 30. Monat. Shoutout an Jonas, der im 30. Monat abonniert, extrem viel gezogen hat in den Prenzlberg. Dennis ist eine unvorhergesehene Wand. Irgendwie viel länger zu spielen. Er wollte gerade ein bisschen zu viel. Dennis bleibt einfach hart. Nee, er wollte gerade durch die Plattform so eine rückwärts. Ohrfeige machen, das war Wahnsinn. Das war's. GG's, Alter. Nix Friend Lilfu, die spielen schon. Leider ist nix. Des, wen haben wir als nächstes? Soll ich? Du kannst gegen Dennis spielen. Kann ich direkt. Gibt's noch irgendwen anders? Aber hat nicht Pasek noch pausiert? Ja, voll. Ja, am Ende auch ganz klar. Der erste Tag war das Beste in der Saison. Da hast du gewonnen. Ja, die spielen schon. Das war's jetzt. Oh, danke schön. Habe ich das nächste gewonnen. Kannst du unten alles aus? Mit Daisy. Pasek, ne? Ja, ich bin fertig. Kann auch gegen Dennis tun. Was kann ich schauen, wer ein Loser ist, weil er auf der Seite ist? Du kannst gegen Marley. Okay. Oh, das kann man auch tun. Marley geht. Oh, das würde ich auch. So weit hinten, aber die müssen wir halt schnell machen. Aber Dominik ist auch fertig. Dumme? Ja. Ich glaube tatsächlich, wir können auch. Dann können wir auch gleich. Weiß einer, wie lange Nick Strut und Maxi schon spielen? Vielleicht kann der Gewinner nachholen. Against the. Ja, Faust. Are open. I think 3-1. Oh, danke für den Follow. Last game was cool. Block her, Mann. Yeah, it was real. Real? Real? Yeah. Well, no, it's but it's close. Yeah. 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 Last game was cool. Dann könnt ihr eigentlich so wunderbar sein. Also, wir können auch gerne, wenn ihr jetzt gleich kommt, wenn das vorbei ist. Wollt ihr als erstes on stream, weil dann würde ich noch eine schmocken. Wir können ja mal gucken, wenn das Set hier, das Match hier vorbei ist und das letzte ist, dann würde ich euch mehr schicken. Weil wir haben gerade Dennis gesehen. Ja, aber man kann nie zu viel Dennis. Man kann nicht zu viel Dennis. Okay. Pasek gegen Lefusi. Oh, das würde ich auch gerne am Stream sehen. Sehen wir schon im Stream? Tun wir noch ganz kurz mit dir? Wie hast du gespielt? 3-2. Gewonnen? Für nichts mehr. Für nichts mehr? Ja. Oh. Dann kommt Nix Red gegen Pasek. Oh mein Gott. Nix Red? Ich habe ihn auch höher gesiedelt. Ja, gerade eben noch ein Battle Prenzlberg gegen Prenzlberg. Heute ein Kampf der Zugezogenen. Der Kampf der Zugezogenen. Wir haben einen Stuttgarter und einen Südeuropäer. Ein Italiener. Aber von wo aus Italien? Italien. Von wo? Das weiß ich nicht. Aus Italien. Frag ihn auf Italien. Nick Strat? Where in Italy are you from? Where in Italy are you from? The northern part. Yeah, which like Milan? Like Trento, Bolzano, Österreich. Nice. Österreich. Yeah. Wir kennen Österreich. Österreich und Italien. Ich weiß nur Österreich. Mach mich überfertig, dass Südtirol, was wirklich so österreichisch klingt wie nur irgendwas, einfach Italien ist. Wow. Ja, Südtirol, das gehört zum Teil von Italien. Ich hätte gesagt, das ist Schweiz, aber. Südtirol ist ein dummes Land, sagt man das. Ich weiß nicht, was ist das? Südtirol Welt? Ist ein dummes Land, habe ich gerade verstanden. Ein Bundesland von Italien. Also. Aber ich glaube, das heißt nicht Bundesland. Kantone sind sie doch, ich weiß nicht, was das ist.
Ein Kanton von Italien. Ja, ich weiß, heißt das da Kanton? Bundesland. Wieso nennt man das nicht überall gleich Bundesland? Weil es nicht immer ein Bund ist vielleicht? Ja, das ist halt. Weil das ziemlich schwer auszusprechen ist für Italiener. Nee, aber für die Deutschen jedenfalls. Alles Bundesland. Naja, in Bundesstaaten könnte man ja auch so, wie es in den USA ist. Federal Estato. Oh, Pasek hat sogar seinen Gender in FTP eingetragen. Wessen Gender? Oh, Pasek ist, yeah. Pasek ist he, him. Ja, das habe ich eingetragen. Dass man das vom Flash. Das ist sehr gut. Nice. Hä, wo seht ihr das? Da oben rechts gleich. Das kommt immer wieder so rein. He, him, Pasek. Ah, okay. Nice. Das sieht aber ein bisschen aus, als wäre das dein Sponsor. Da bist du auch nee, sponsert das. Sponsert bei der gesamten Männlichkeit. Pasek wird von allen he, hims gesponsert. Von Männern. Von Männers. Supported by men. Können wir irgendwen von allen Frauen sponsern lassen? Ja, wenn es Frau ist. Okay. Anna? Anna, komm her, wir brauchen dich. Niki hat auch She-Her gemacht oben. Ja? Also Anni jetzt. Ja. Nee, scheiße, das wird immer komplizierter. Der andere Niki. Okay. Wow. Nächstes Mal Pasek. Es geht wieder los, wir sehen... Pasek bis heute ganz klarer Italien-Slayer gewesen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, so schnell. Das ging erstaunlich schnell, ich glaube. Ja, tatsächlich ein Spieler, Pasek ein Spieler, der schnell ist. Aber beide sind ja so schnell. Ein sogenannter schneller Spieler. Ein Spieler, der schnell ist. Da geht es wirklich ein bisschen ab. Ihr müsst mir mal ein bisschen die Schwierigkeiten bei einem Fox-Falco-Battle erklären, weil für mich kommen die mir beide sehr schnell vor. Ja. Tatsächlich ist das auch alles davon. Keine Ahnung. Man muss einfach Tasten drücken. Nein, also man so muss. Kommt mir dieses Spiel generell vor. Man muss generell stark zuschlagen. Mhm. Aber also das Ding ist so, Fox hat zum Beispiel die Möglichkeit, erstmal gute Kombos zu machen. Aber auch, wenn Falco offstage ist, wird es für ihn relativ leicht, halt eben dann in einem schlechten Moment halt einfach mal schnell so einen kleinen Schein zu machen und dann. Und dann ist vorbei, ne? Beide haben diese Feuerfähigkeit, ne? Beide haben die Feuerfähigkeit. Beide haben die gleiche Recovery. Meinst du den Laser oder meinst du die Abwehr? Nee, der Laser ist doch kein Feuer. Ich meine, der Laser ist offensichtlich ein Plasma. Laser ist das Feuer, gebündeltes Licht. Das ist nicht, was Feuer ist. Das ist, was Feuer ist. Das sagt man nicht beim Chemiker. Ziemlich sicher, dass das nicht... Dann ist wahrscheinlich die Abwehr. Die Abwehr, also... Plasma ist ein Aggregatzustand. Tatsächlich sind Licht und Energie zwei in der Chemie sehr gegensätzliche Sachen. Aber Licht ist Teilchen und Welle, tja. Was? Also ja, aber... Einfach so. Ach so, okay. Aus genannten Gründen. Oh! 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 Okay. Oh mein Gott. Oh, ist noch nicht vorbei. Genau, aber Falco kann halt auch sehr gut kombonen. Und beide können sehr gut kommen. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen nasty. Das kann man kriegen. Das war ein bisschen schade. Er ist bekloppt gegangen. Er ist gerade ein klein bisschen bekloppt gegangen. Auch dieses Matchup hatten wir sehr oft bei Arcadia. Das Matchup hat man eh sehr oft. Ja. Weil die Dänen sehr viel Falco gespielt haben. Und jetzt haben wir Italiener gespielt auch sehr viel Falco. Tatsächlich gibt es hier einen Zusammenhang, den ich nicht zu laut aussprechen möchte. Dann sag ihn am besten. Nein, das sind... Schitterländer. Wow. Wow. Ich würde sagen, also okay, um es jetzt diplomatisch zu sagen. Das sind beides Länder, die in Smash nicht so super, super stark sind. Und ich glaube, dass wenn du so als Falco-Spieler ganz gut bist, dann machst du dich extrem gut im Vergleich zu vielen anderen Charakteren. Hast du gehört? Also, ja. Nice. Also Charaktere. Nice. Es gibt Charaktere sind bei verschiedenen Skill-Levels verschieden schwer so. Ja. Also, natürlich kann das, ja. Hängt alles immer noch von den Spielern selbst ab. Aber tendenziell deswegen ist Deswegen habt ihr alle gesagt, ich soll Marv spielen, weil wenn man sehr nichts kann, ist Marv. Genau, zum Beispiel. Der wird dann irgendwann ein bisschen schwerer. Ja. Und Falco ist eigentlich, wenn du so okay gut bist und andere Leute auch okay gut sind, dann kann man super leicht andere downshutten. So. Ja. Das haben wir genau bei Arcadia mit Synchron gesehen. Ja. Das haben wir auch gerade mit Geldjunge gesehen. Das ist so ein, du machst einen sehr guten Start als Falco, würde ich sagen. Aber es ist viel schwerer dann halt richtig abzuheben. Ja. Weil du dann halt... Aber man muss ja auch dazu sagen, du hast Falcos. Auf ja, aber das ist auch ein Teil des Grundes davon. Weil ich halt auch als Schitter sehr lange gegen Falcos verloren habe. Ich dachte, das ist ein Teil des Grundes, warum du sie jetzt slenderst, weil... Ja, weil sie tatsächlich jetzt, weil sie Shit sind und ich sie ficke dafür.
Es ist alles dasselbe Ding. Nee, aber Stevo muss zurückkommen, damit Konzi sein Maul hält. Stevo ist zurückgekommen bei der einen Party, bei der Junggesellenabend von da, Arthur. Und da hast du ihn gefangen. Und da habe ich ihn so zerschissen. Er war sehr sauer. Oh! Da habe ich tatsächlich alle außer dich zerschissen an dem Tag. Ich hab jeden gefangen außer dich. Ja. Die letzten Stops von Hasek war jetzt immer, er schmeißt sich hinterher. Ja, ja klar, weil er kam. Das hat ja Geldjunge auch versucht. Weil Falco bei seine Feuerattacke ein bisschen kürzer ist, hast du weniger so Möglichkeiten zu recovern und dann kann halt Fox sehr viel leichter einmal rausgehen, einfach zu gucken. Und eben, wenn es sein letztes Leben ist, dann ist es ja egal, ob du es überlebst. Das heißt, du kannst einfach rausspringen und dann nach halt einen Suicide-Kill machen. Ja. Oh. Oh, no. Und bei der Unterschied auch zwischen Fox und Falco bei der Ab, also oben Dale, das ist halt das. Ja, bei der Abi. Dass bei Falco man keinen Schaden bekommt. Während der Falcos Flammen sind nicht echt. Und bei Falco. Ist gar kein Feuer. Nee, doch, die werden aber echt. Die werden echt, aber nur so wenn der. Wie Laser, wo es auch kein echtes Feuer ist. Bei Fox ist der Laser kein echtes Feuer. Und bei Fox gibt's ein paar Frames, wo man halt wo man auch keinen Schaden bekommt. Ah, okay. Ja. Ja, aber also wenn die Rakete fliegt, dann macht sie Schaden. Aber wenn er so steht und brennt, dann ist das nur so Scheinfeuer bei Falco. Ja. Bei Fox ist ganz kurz echtes Feuer. Bei Fox ist mit den Lasern andersrum. Falcos Laser haben Stun, aber Foxes Laser ist nicht auf Stun gesetzt. Okay. Die sind auf Kill gesetzt. Die sind auf Kill. Die sind auch nur auf Damage gesetzt. Fox Laser machen nur Damage und keinen Knockdown. Die sind gerade heiß. Die sind da. Und schnell. Und schnell. Und heiß. Und heiß. In dem Sinne sind sie wie die Vogelspinne. Hey, Jürgens Fahrer ist auch da! Hey. Hallo! Er ist schon die ganze Zeit da. Ja, ich trinke ein Sterni, wie dieses Emote von Mutten. Richtig, aber das Ding ist, er war vorhin auch schon da, habe ich als du den dreifachen Prenzlberger gemacht. Und da hat er gesagt, das ist der dreifache Prenzlberger, oder? Ich glaube nicht. Drei Matches gewinnt, ist der dreifache. Hat er nicht gesagt. Und wir, ist das Liegestütze? Wir schauen ihn vielleicht auf 10 Liegestütze. Die Italiener werden zu Kraftsport verdonnert. Ich habe das gehört und haben sofort. Ich habe für Jürgens Fahrer kurz der Sterni in die Kamera gehalten. Okay, sehr gut. Ich hoffe, er hat es gesehen. Ich hoffe, tatsächlich ist es 8 Minuten her, dass er geschrieben hat, dann vielleicht ist er weg. Nee, schwimmen die hier nach Berlin zugesucht. Sind überhaupt noch Leute zu? 44 Leute. Hey, steht da? Man sieht es nicht, weil diese Anzeige drüber ist, aber ich sehe es hier. Ah, okay. Hat er getippt, hat er gehört und hat er gesehen. Hat er getippt, hat er gehört, hat er gesehen. Ah, und wir haben bislang, glaube ich, keine Frame-Einbrüche mit Netzwerk. Das ist so geil. Oh, okay, das heißt, ist einfach unser neuer WLAN-Adapter ist sehr gut. Nee, wir haben kein WLAN, sondern WLAN. Was ist WLAN? Das Internet geht durch ein Stromnetz. Ah! Das ist so crazy. Okay, Dennis, wann nicht geht? Ja. Jetzt kommt der. Klassiker, auch schlechthin. Die Classic, Falco vs. Peach. Konzi? Ja. Prenzlberg gegen Zanobu. Bist du 4? 1. Ich hab verloren. Sag mal, zieht ihr euch immer passend an? Ja. Wir sind ein Team und es soll uns bleiben und deswegen haben wir immer passende Kleidung an. Ja. Team Jasmin. Chat, achtet mal auf die Kleidung. Wir haben gerade gesehen, die Farben. T-Shirt anziehen. Die Farben, die Dennis rockt, sind schwarz, weiß und gelb. Und jetzt kommen Konstis Farben und es sind schwarz, weiß und gelb. Und lila. Und deine Theorie geht nicht so ganz auf. Ich habe blaue Schuhe. Ich habe kein lila gesehen. Lila. Ich habe kein lila gesehen. Also. Anni? Anni? Dein Telefon klingelt bei dir. Tabletten nehmen. Mach einfach aus, ja? Okay. Achso, ich muss auch noch meine Tabletten nehmen. Nein. Doch, okay. Doch, wir müssen. Ja, Welt ist da? Ja, okay. Es ist diese Welt. Mein Arm. Konstis Haare sehen wild aus. Und das startet schon direkt los, Battlefield. Battlefield ist besser für Dings, weil er da Plattform hat, ne? Und der ist halt generell kleiner. Ja. Das heißt, dass Peach schneller stirbt. Ja. Oh, das war unfortunate. Was geht, Cyril? Oh, die Double. Heide ist on Commentary, ja. Hello, Cyril. Hallo, Michael. Schön, dich zu sehen.
Bist du jetzt gerade erst neu dazugekommen oder warst du Teil der Genöskes, die geradet haben? In jedem Fall schön, dass du da bist. Wir sehen hier gerade den Klassiker Dennis gegen Konsti. Also Kunati Boy gegen Jenny Prenzelberg, der junge Ulrich gegen irgendeinen Tag von Konsti, den er noch so hat. NRW-Mann natürlich. Ist jetzt erst reingekommen. Es steht noch 0-0 zwischen den beiden. Aber Dennis liegt mit 2 Stocks hinten. Well, you bet 3 was over, sir. Okay? Hmm? Oh, it was 3 or 4. Then it. Yeah. Annie ist gerade hinten. Das war der erste Stroke bei Konsti. Die spielt heute nicht mit mir mit. Oh, das war ein Stitch. Die Bösen. Oh! Und der zweite hat einen Stock bedeutet. Das wäre fies. Das muss besonders wehtun, wenn es die eigene mal waren. Ja, vor allem, wenn man nur die fängt. Ah, jetzt ist aufgelaufen. Man merkt, dass Konsti wieder viel grindet. Dann musst du gleich gegen Geld, Mann. Oh, da war man. Und da ist das 1-0. Ne, ich bin generell mal für Dennis, weil. Also mal. Mal. Mal für Dennis. Ich bin ein bisschen für Dennis, weil das M nur doof ist, aber beides tolle Menschen. Ja. Das stimmt natürlich, Michael, aber wir sind auch alle ein bisschen für Dennis, weil Underdog in diesem Matchup. Ja, wie, ich guck mal, wie das Setting ist. Das hört zusammen. Das ist voll teil. Das war ein Fortschritt ist hier an der Stelle. War das denn ein Stompy von Konsti? Ich habe im Loses Bracket Jojo Monster 777 überwunden mit einem 3-0. Leider gibt es nicht Jojo Monster 777 mehr. Tja, ach so, dann hast du es nicht. Dann habe ich verloren. Ja. 3-0? Ja. Dann musst du Magic Animal. Magic Animal. Bist du Magic Animal? Oh, das war schön. Einfach, da hat Konsti ein bisschen viel gewollt an der Stelle. Als Teamname ist das schon lustig. Magic Animal Rights. Oh mein Gott, da ist Michael. Achso, Magic Animal Rights wäre schon nice. Das wäre dann Unicorn Rights. Ja. Oder Magic Jung und Ulrich. Und Dragon Rights. Was? Magic Jung Ulrich. Magic eigentlich alles mit Magic. Magic the Gathering ist meine Lieblingsszene. Das ist unfassbar. Oh, das kann das sein. Das war sehr lazy, der das nicht. Oh, dieser Spike. Wir sind jetzt aber beide mit den Prozenten sehr weit oben. Ja, das habe ich auch gesagt, Michael. Das war faul. Ja, so ist besser, so ist weniger faul. Ich bin müde, Heide. Achso, willst du noch? Wieso? Achso, sag einfach nie nein. Ja. 2,30 € hat mich das gekostet. Diesmal, ich hab 50. Ja, dann nehme ich die. Und hier so ein O mit einem Ring. Ja, da bin ich noch 2 davon. Hey! 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 Oh! Fast. Aber zu viel. Hast du irgendwie noch einen? Ja, aber weißt du was, wenn ich dann. Dann gebe ich dir einen Drink aus nächstes Mal, wenn wir in der Bar sind, okay? Ja, wann gehen wir das nächste Mal in der Bar? Bald.
schade. Ich glaube, da hast du das 2 zu 0. Ich glaube, weit weg kann es nicht mehr sein, unser Das finde ich gut. Mag ich zu bezweifeln, Kohi. Ich glaube, das ist einfach nur irgendein T-Shirt mit irgendeinem Anime-Zeichen. Nee, ich glaube, er meint den Hintergrund von Dings, oder? Nee. Ich glaube, von der Cam. Ach so, nein, um Gottes Willen. Ach, in der Stage steht der. Oh mein Gott. Halt, ja, du hast recht. Ja, doch, das kann sein da. Danke. Diese grünen Linien? Nee. Na, irgendwo wird vielleicht so, ein Schneider, wenn die sich mal überschneiden. Aber es ist halt dieses wackige Artstyle von Melee. Oh. Melee hat generell so ein komisches Artstyle, wie das andere Flash geht. Ja. So ein bisschen tech-mäßig. Hey. Abgespaced. Hey. Hey. 10 Hits kommt. Hey. Und es zählt Pummels mit in der Kombo. Ja. Alles, was Schaden macht. Wunderschön war das. Also, wenn ich 10 Drills, Drill-Hits treffe. Ja. Da steht ja Hits nicht. Kombo. Also es ist sowieso in so anderen Spielen so, ja, versucht so. Hey! Das war ehrlich. Ich glaube, das kann man auch anders machen. Aber so ist gut. Schwer zu checken. Can I report the money? No. No. You must pay for it. I guess I'm going home then. You must pay for it. You have to play low frequency. You must play against LaFruzzi, you can go on. Do you know LaFruzzi? No. No? He's a shitty box player. Maybe you'll find him. Just shout really loud. LaFruzzi! He's just frozen light. He's just frozen light. Oh. Yeah, we can play right here. Bitte gleich on stream. Ja. Bitte gleich on stream. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, mein. Shun Li Lightning Kicks Counter. Combo Counter goes blue. Das Geilste ist noch, wenn Icy's das macht. Dann einfach kann man so richtig hoch den Kombometer machen. Kommt dann auch irgendwann so Marvelous und so? Das kann ich noch hinzufügen. Ich habe auch überlegt, mal 69 auf Golden zu machen. Da. Auch schön. Hast du schon eine Idee, warum das manchmal resinkt mit dem Stockcount? Kann irgendwie die alte Flame oder sowas sein. Hey. Oh! Der hat ja auch so Feuer. Oder als Sound macht, wenn man Liegestütze machen muss. Hey! 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 Oh! Oh, you fucked up! Oh! No. Oh, he's fucked up! Oh! Oh! You can air dodge. GG's! Shit! Only on the other way. That was close! But unfortunate. Naja, waren 3-0, ne? Das letzte Mal. Das ist sehr umstritten, wer der beste Charakter ist und wer nicht. Und welche Spaß zu spielen sind, welche nicht. Das ist halt immer von Charakter zu Spieler unterschiedlich.
So, hey, Chat, na? Magic spielt Peach? Ich glaube, Magic spielt Fox eigentlich, oder? Also er hat eine Peach, apparently, aber... Hallo, Michael. Na, hast du dich schon vom Rahmen erholt? Fusi spielt blau, ne? Wer spielt welchen? Ja, ich mach den Namen. Was? Achso, Maxi macht den Namen rein. Er macht Le Fusi. Lele. Lele. Ich finde mal diese schön, welche Farben die von Masken haben. Sagt es etwas vom Charakter aus? Das ist auf jeden Fall so Star Wars Level, so Bildspiel, sag ich mal. Die Weißen sind die Guten und die Schwarzen sind die... Also von Klamotten! Bei den Klamotten, okay? Oh mein Gott. Da sind beide böse. Nein, du meinst aber, ist das nicht so bei Cowboys? Ja, aber das hat Star Wars von denen geklaut, glaube ich. Oder? Also, bei Star Wars ist das auch ganz viel. In den alten Filmen war das, glaube ich, da kannst du an so Lukes Klamotten immer so erkennen, wie nah er gerade so an der dunklen Seite ist. Ja, okay, alles klar. Also im letzten Kampf zum Beispiel, Nee, ich glaube, das ist schon absichtlich gewesen. Glaube ich zumindest. Also so, oh Gott, er fängt dann an mit so halt weißen Klamotten eigentlich. Und im Kampf gegen den, so, wo er dann gegen Darth Vader und den Imperator und so kämpft, da hat er so schwarze Klamotten. Weil er so, so nah dran ist, böse zu werden. Mehr Star Wars-Informationen. Bitte aber folgt. Folgt Berlin Smash. Und Konati. Star Wars History Month. Oh, ein Troll für Magic. Okay, bevor das losgeht, was haltet ihr von einem Trinkbrunnen für Katzen? Mit so einer kleinen. Nee, du machst das selbst und du machst dir so eine kleine Druckplatte, oh. Wo sie, wenn die draufsteht, dann geht die runter und dann kommt was da raus. Das finde ich lieb. Das wie machst du's? Weiß ich noch nicht. Weiß ich auch. Aber nächstes Heimwerkerprojekt. Aber was auch das nächste Heimwerkerprojekt ist, ist dieses Set von Magic und Le Fusi. Ein kleines Heimwerkerprojekt. Die haben letztes Mal auch schon gespielt, ne? Warum heißt einer Le? Le Fusi. Und das ist Lilly, weil was für bekanntlich für Magic steht. Well, I heard you were asking what's Lele. Yeah. Lele is actually my brother's title. Ah. So shout out to my brother. Oh, shout out to his brother. Shout out to Lele. Nice, okay, shout out to Lele. Can you give us some insights on this? Yeah, sure. So, so maybe get away from him a little bit so it doesn't tell you. Sorry. So, what about Magic? So, okay, there's this thing in Italy where, like, it's mostly our perspective, yeah. But I think it's pretty accurate, actually. Okay. Where, like, everyone is kind of, I don't want to say lame, but... Lame. Like... Lame. No, lame. I don't really want to say lame. It's close to lame, yeah. What you mean. It's not as wagged as the average, I would say. Yeah. Not as swag as the average. Yes. You heard it here first. Something like that. Okay. And like me, Magic and Lele, who come from the same place, are like the 3/4 of the swag players in Italy. Okay. We like to say that. I thought this is going to be like, yeah, we're kind of lame. It's like, we're really sorry about it. But then they're like, nah, we're the only sick Italians. Only sick Italians come. Wait, who's the last sick Italian? Smarted. Is Smarted the other sick Italian? Yeah, he's fucking sick. He's sick, but I would say there's like me, Magic, and Lele, and also there's a guy from Rome. He really goes for the swag stuff. Who is it? What's his name? Overlord? Maybe. Oh, Overlord is sick. He's a Marth player? Yeah, he goes for the sick stuff. Old school player. He's very sick. Shout outs to Overlord, too. Yeah. Shout outs to Overlord. Shout out to Italy. Shout out to Italy. Also Kühlschrank.
Aber du kannst ja jetzt aus dem Kühlschrank. Im Kühlschrank ist keins mehr, im Keller ist noch. Im Keller ist eine Kassen. Achso. Du kannst nächstes Mal welches mitbringen. Und dann gebe ich das Geld zurück. Wir haben noch Saft da. Wenn du willst, aber du musst doch bald wieder spielen. Ja, dann kannst du ja danach. Okay. Weil du ja dann Zeit hast. Ich glaube, Ufers hat noch ein paar Sachen mitgenommen. Saft, glaube ich. Ich werde ihn so schwitzen lassen. Das ist, ja, ist noch Saft da auch. Bei mir. Ich warte dann nur eine Runde. Ja, also, du kannst auch mein Rad nehmen, wenn du willst, Dominik. Ich finde es immer, immer geil, wenn irgendwo mal einfach nur vier Leute beim Commentary sind. Ey, es sind immer noch den Saftkummer. okay. Aber Maxi, oder nimm dir einen Sterni, wie du willst. Oder beides. Hast du eigentlich Ofers Geld gegeben für das Getränk? Er ist nicht wieder gefunden. Oh, Elephant Z808? Oh. Ein solider 2-Stock. 2-Stock. 1-0 für den Mann. Mit der Gun. Mit der Gun. Warte mal, der andere auch. Dann sag 1-0 für den Fox. Ja, das ist besser. Ja. Danke. Heute spielen Charlottenburg gegen... Rest der Welt. Italien. Ich dachte, wir können irgendwie machen, dass es sich reimt. Hertha BSC. Welches ist die schönere Altstadt? Rom oder Charlottenburg? Italien oder Charlottenburg? Italien. Und ich würde sagen, das Fox Ditto zeigt ganz klar Italien. Charlottenburg. Was? Oh ja, ist unfair Maxi gegenüber. Wir müssen auf Englisch sagen, dann verstehen zwei. Was hat Maxi gesagt? Italienisch. Ja, das ist okay, this is the money match for whose habitat is the more beautiful neighborhood. Whose area, whose neighborhood. And it's not a neighborhood, because he's defending all of Italy and he's defending Charlottenburg. So I'm like... Es gibt ja, aber Maxi ist ein Tier. We are gonna go with Primiero, which is where we are from. Okay. So Primiero against Charlottenburg. Charlottenburg, yeah. Not looking too good for Primiero right now. I guess that's why the houses are so cheap. Es gibt in Berlin. Oh, shit. Let's go. Let's go, Primiero. What's your let's go? It's like we usually say let's go, but it could be like andiamo. Wow, yo. Andiamo. Sick. Or like cazzo, which is like fuck. Yeah, fuck. We say gefickt wie ein Buch. Gefickt wie ein Buch. So it's like red like a book, but instead of red it's like fuck. Gelesen wie du Huren. Gelesen wie du. Bitte was? Oh no. No, Dusan was worse. Dusan said something. Yeah, yeah. No, we can't say like that. Like a donkey. Oh no, he said something way worse. Oh yeah. I know. The SGBOs are gonna kill us though. So. Yeah. Let's stick with donkey. Que Primiero is it? Das ist so lustig, dass wir noch nie gebannt wurden. Primiero kind of dominating this game. Though. Meanwhile, Özgür guckt sich ein Video an. He got fucked. That was a 3-stock. Oh shit! What did I say? You fick wie ein Buch. I believe that's what he said. Oder Berlin bleibt hart. I love how there's like a. You can see a little bit of the table on the camera, and it's like the one broken bit. Yeah. Literally, there's a single crack in this entire table. It looks immaculate outside of that. Yeah. Oh my god, Charlottenburg punished? Beep, 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 beep. Hat sich Marcus angeschaut. Hallo. Oh. Mit Schuld. Imagine Schuld. Lutis and Gunnar John saying that he probably lost because Lele wasn't watching, so he wasn't giving us the premiere, of course. Okay. Of course. So, yeah. Okay, but Strasbourg was watching. You can send him the link to the stream. Yeah, actually. I oh my god! That was not on purpose. Nah, he rested. That was 100% out of the way. Nah, he rested.
Yeah, sometimes the frog lies down and nobody knows what to do. Oh! Whoa, okay, that was sick. Oh my god! He could have up smashed, but you don't care. You don't care for the super, klasse. Jeder Laser und lieber zum Ein Bell. Alle Dose. Ja, aber Maxi ist. Da kann man auch den Luigi gewinnen. Nee, das ist nur der Crane-Machine, da gewinnt man nicht. Man, I have to play the winner of this and both of them look immaculate. Oh! Speaking of immaculate, she's still living. Yeah. But he goes first. Du bist für Schloss Charlottenburg! Für Schloss Charlottenburg, für die Adligen, wirklich, du bist Du bist die Bismarckstraße! The fully charged lelelele. Die Smasher-Straße einfach Bismarck. Nice, nice recovery. Lele ist eine Zero-Elmero-Sprache, oder? Oder wer hat das gesagt? Nee, das war... Wer war Lele? Alle. There's like a bunch of German rappers literally that like, keep, saying, keep saying some Lele. So they, don't find words for their melodies? The German rappers, they don't find words for their melodies? So they say... We go with la-la-la-la. Yeah, that's technically how it's supposed to go in German too. I don't know. I don't know where the Lele comes from. I've never heard Lele, alle sagen la 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 la. Yeah, yeah. No. German rappers say Lele. German rappers say Lele. Yeah. But like, why? Oh my god! Magic is going off right now. German rapper both different. Oh, another one. Exact same edge card. Bob's SDI. And then, you know, he doesn't want it. Bob's SDI. Let's go. Nerf box. Do not nerf the box, at least until after the Oh my god! Okay, okay. That was good. I think Lele is watching hat er die, neue, hat er die neue Box-Version, wo man, glaube ich, weniger Frames... What's happening? Oh, okay. Lele just beat to the screen. Yeah, he was like, yeah, he's got this, second. He's got this. I don't care anymore. Ooh! Okay. Oh my god, Maxi! Dang! Oh! Pixel perfection. Wow. How are these guys are losers? I thought you said both these guys are losers. I said how are these guys and losers? Yeah, that kind of sounded like that. Is that it? Oh. Yeah. This was losers top 8. That was losers top 8. Damn. Okay. Magic, you have earned your first point for the circuit. For what? Oh, let's go. The circuit. Points. For the next match, we're on the circuit. It was great. And the top 8 in circuit points. Thanks. Appreciate it. We are going to have a tournament. Huh? Hey, oh, Port und? Stop it, please. Nur einmal. Das reicht mir alles. Alex Kibioni. Oh, warum ist der linke Bildschirm aus? Yeah. Nee, du sagst, weil der gerade exactly nichts nice. Läuft auf. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich das schlecht fand, dass mein Name genannt wurde, sondern dass ich Kopfhörer tragen muss, damit ich das ausblende. Weißt du? Hast du keine Kopfhörer dabei? Habt ihr? Nö, heute ist. Kannst auch meine. Ich nicht so dolle. Hab meine. Heute ist nur Spaß. Kein Ernst. Oh! Schon erster Stock gewonnen. Spaß daran. Was ist on fire? Well. Fast geholt im Drop. Das ist ein klassisches Kost-Dominik-Match. Das ist aber auch erst seit diesem Jahr und so. Das ist erst, ja, echt? Also zumindest von Dominik. In dem Fall Berlin, glaube ich. Ja, aber jetzt erst Dominik neu in City gekauft wird. Und Konzi hat Stockwatch von Hause gefunden, was bisher nicht deren Statistik entspricht, aber Konzi ist heute sehr gut. Jonas? 3-2 für Geld, Junge. Oh, gegen? Banane. 3-2 für Geld. 3-2? 3-2. Ja, Jonas läuft leider. Was ist das jetzt? Oh.
Aber das ist jetzt? Ja. Okay, warte. To everyone who's already out of the tournament, we are starting the ladder right now. This is going to be a ladder for the next, like, 5 months. So it's carrying over to next week and the week after and so on. So you can do it for ladder on smash or 20 years. What is the 7 spots for the... Da könnt ihr gleich alles dann streamen. Ja, dann wär's ja schön. No, the top 7 letter players that are not already qualified. It's gonna be top 16 players. Nee, meistens eigentlich Box. Dennis? Dennis, kommst du mal her? Haben wir auch sowas geplant? So? Aber gut, ihr seid natürlich. Ja, ich würde sagen, 30 Minuten ist okay. 10 Sets on Deck, also 10 Sets. Was heißt 10 Sets on Deck? Also 10 Sets, wir können gleichzeitig die Sets. Ach so, ja, klar. Und Best of 3? Best of 3 oder Best of 5? Das ist die Frage. Ja, Best of 5. Jonas, entscheide du. Wenn die Ladder mehr chaotic sein soll und dass wir mehr Matches reinkriegen, auch wäre das doch viel besser, weil wir haben ein anderes Format auch dann. Ich habe noch nie eine Ladder gespielt, wo nicht Best of 5. Da warst du nicht bei Respawn. Bei Respawn war ich nicht, aber sonst war ich immer. So habe ich eine Ladder gewonnen. Oh, hast du eine Ladder gewonnen? Ich habe in Hamburg auch mal eine Ladder gewonnen. Ich habe nie bei Oh mein Gott, Konstanti! Konati! Aber ja, wir hatten eigentlich genau dasselbe Format. Du kannst wieder auch. Bis wir wieder volle, bis wir wieder mehr Leute bei hier. Ja. Ja. So, Best of 5 oder Best of 3? Das ist deine Entscheidung. Deine Leiter, deine Entscheidung. Machen wir Best of 5. Best of 7, alles klar. Best of 7, Best of 1. Best of 1, oh mein Gott. Wo sind die Hier ist bei der Kirchengemeinde, wo ich helfe. Ah, was? Die Kirchengemeinde, wo ich helfe. Ich kann dich in die WhatsApp-Gruppe hinzufügen. Ja, gerne. Also wie gesagt, Arthur und ich haben separat von euch auch so was Ähnliches vorbereiten wollen. Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja. Aber es ist cool, es ist mega nice. Wir wollten genau das Gleiche. Wir haben halt den 1. und 2. Oktober genommen, da halt am 3. Oktober frei ist. Ja. Und es direkt Montag ist. Nee? Das heißt, Freitag Arcadian, Samstag Playoff. Ja. Finde ich nice. Und halt ein Tag, da kostet 150 Euro. Das ist ja gar nichts. Ja, vor allem ist es halt gut als Ziel. Ja. Die 150 ist richtig. Okay, cool. Kannst du behältst deine Nase? Die meinten sogar weniger, wenn es halt. Wir gemeinen. Ah, ja, okay. Kann man nur argumentieren, oder? Ja. Wobei kannst du ja auch kopfen. Sag mal, brauchst du eigentlich noch ein Boxing? Ich habe meine PCB gekauft und muss halt die nur noch löten. Weil ich mache jetzt mit Kieswitches. Okay. Weil man die halt viel besser rausnehmen kann. Einfach rausziehen und dann hier reinkommen. Weil ich hätte super gerne einfach eine Backup. Ja. Falls meine Mann blöd geht. Aber jetzt natürlich nicht von jetzt frei. Ich wollte mal fragen, ob das nur überhaupt noch ein Projekt von dir ist. Das so ja. Ja. Warte. Ey, was ist das? Wo ist denn hier? Klasse, toll und brav. Das ist aber kein Schiff. Es war nur eine Party durchgeführt. Sommer so besser. Jenny für 6 Hours. Ja, danke. Du bist das Maskottchen des Schienen. Leute, Letters offen! Letters offen! Link in WhatsApp! Link ist in WhatsApp! Will ich da jetzt auch mit dem zweiten Account drehen oder ist das. Du musst separat registrieren.
immer noch 1-0? Immer noch 1-0? Ja, und oh. 2-0. Let's go, Conzi. Yeah, Parsec is the favorite here, but Kobobi is on fire at the moment. And it's he's having a lead like 2-0, so... He's now placed above Kobobi on the new power ranking, which was today presented. And I think in tournaments where both of them competed, Parsec, at least the last ones that I saw, won over him. So, Constantine winning here. He's the underdog, which is not a common thing at the Berlin Smash weekends. Oh! Dennis, kannst du eventuell Nix Thread und hier den anderen Italiener in die WhatsApp-Gruppe ziehen? Ja, weil die sind, glaube ich, noch. Hä? Ja, weil ich bin nicht Admin bei der Gruppe. Achso. Weil ich bin nicht Admin in der Gruppe. Ist das Black Ace SSBM, Alter? Parsec the favorite here? Yeah, he is. But Kobobi is the favorite. They usually play game 5 though. So Kobobi had 2 lead, but Parsec is also very good to adapt. So. Losers? No, it's not. Losers win our final. Imagine, das wäre Losers. Was wäre Losers? Nee, aber gerade eben doch. Losers, Refuse gegen Magic. Das war Losers Top 8. Oh, Kobobi! First set win for Kobobi. Ne, für sie so das war nix Strat für den Zug. Der war über Fruzi. Ja, der Fruzi ganz schön fest war. Ich weiß nicht. Ja, Fruzi ist über ihn. Konzi und Dennis. Das heißt. Ja, ja, die beiden spielen immer zu Game. Ja, Zäuber hat immer gewonnen. Ja, Zäuber hat nicht gehabt. Ja, Zäuber ist zu 0-2 gegangen. Oh! Okay, Dorma. Holy shit! Und das war's mit dem Stock. Pretty easy. Generell, ein Kombo ist halt schon fast Stock. Wenn man gut spielt. Oh. Let's go, Conzi. Thank you.
Oh, still living. Leider wirklich Best of One oder? Best of Three, Best of One. Best of One, das wäre so. Und das ist Best of One, wie war das? Yoshi? Nee, One Stock Yoshi Story. Best of One, aber 10 Stocks. 99 Stocks. Game 5. He destroyed 49 on purpose. And now he will try. Und nett mal die ganzen Twitter-Accounts zu sehen. Ja. Nette Banane hat auch irgendwo geheilt. Ich habe jedenfalls keinen gesehen. Will Fusi hat ihn. Ja. Die Inspiration davon von dem Design hatte ich, war, wo ich Persona 4 im Vor als Recommendation bekommen habe. Das ist einfach so richtig random gewesen. Sehr schöne Konsistenz. Das sollte jetzt genau laufen. Oh, Jonas, kannst du nochmal den Letterlink in die WhatsApp-Gruppe posten? Na klar, wunderbar. Drin. Die sind drin. Kannst du das auch in die Gruppenbeschreibung stellen? Kann man ja, mach ich auch. Ja. Wer ist drin? Die beiden Italiano. Just come over here and you can throw it out of the window. Again. Ah. Oh, Kobobi smells. Oh, now it's going to break. Er ist weit raus. Was habe ich denn heute gemacht? Oh mein Gott, Fonzie, mit den Eiern aus Stahl. Oh. No way, oh. No way, dass er Tech Chase. Das ist sowas wie, hier, wie Chain Grab. Last game, last stop. Rest is on the table. Rest is on the table. Was ist jetzt von Konzi in letzter Zeit noch öffnen? Oh! Ich habe das Gefühl, Dominik geht ein bisschen runter gerade. Der hat nicht so. Aber der stand vorhin 2-0 hinten. Ich glaube auch, das hängt noch ein bisschen. Oh! Beide, das ist ein bisschen kompakt, weil da ist. Oh! Sick! Nein, das ist falsch. Ja, das ist. Sick ist es. Ich meine, du hast es immer niemanden. Ja, das. Sie sehen die nicht. Achso. 4-2? Wieso kann man 4 eigentlich? Also, okay, ich weiß, was. Komm mit zum Game, sag uns nach. Komm mit zum Run. Schwör, machst du was nicht? Das ist Jonas. Ja. Hier ist Möchtes. Hey, Mann, nichts getroffen. Das war so free eigentlich. War ein Free Boss, ne? Ja, ey, keine Ahnung. Ey, ich mach's immer so einen Hit und dann nichts und dann macht er so gute Kacken. Mal, wenn ich hier geguckt habe, hast du gerade einen guten Edge gehabt.
Ja, also habe ich die. Wir haben so alles, ich habe auch jetzt so viele Openings bekommen, weil ich habe heute gesehen, keine Ahnung, versucht auf den Tech-Chair zu bringen, dafür kann ich so. Das ist Gott dort Schein. So krank. Das ist so wild, wie viel besser du spielst als die Falke. Ich mich nur fragen, keine Ahnung. Oh, 1-0 für Dennis. Das ist ja der Bracket. Oh, ja, das ist Losers Mod, ne? Sag mal, als du vorhin da hochgezeigt hast, hast du da gedacht, das wird weg? Achso, ja. Das ist Mars vom Flieger. Soll ich jetzt die Dose mitnehmen oder nicht? Ja, bitte. Bis gleich. Oh. Liz, Cruzy, Young, Ulrich, Matchup. Der Jennings ist random. Der Jennings ist Prenzelberger? Der Lils de Fuß? Und Maxi geht direkt rein. Der hat direkt Bock. Das. Ich achte jetzt die ganze Zeit drauf, ob ich das mal sehe, dieses Tech-Chasen. Das passiert im Matchup nicht jetzt schon öfters. Wir können schreien, wenn es passiert. Ja, halt, aber in dem Matchup fand ich nicht so passend. Ja, wenn halt ein Rap fehlt, glaube ich. Weil es wurde mir gerade erklärt und seitdem bin ich... Ich mache halt hier auch keinen. Ja. Ich mache so ein, zwei Mal. Okay. Bei Sheik sieht man es ziemlich oft. Das ist halt, ich bin keiner Sheik. Ja. Yeah. Wo ist Kevin? Es gibt halt so quasi zwei verschiedene Arten von Tech-Chasen. Einmal so Setups, wo es dann so eine halbe Minute lang so geht quasi. Ja. Und dann aber auch einfach mal zwischendurch so innerhalb des Gameplays. Wenn man halt die Combo nicht mal getroffen hat, also die letzten fünf Combo und dann halt auf dem Boden so. Verstehe. Das zweite, das sind dann eher so Einzelsituationen. Ja. Und die passieren schon. Oh mein Gott. Susi geht ab. Dennis lässt es aber jetzt auch nicht einfach so unwidersprochen so stehen. Gerade jetzt lässt er ihm nicht so viel, muss man sagen. Und das war's mit dem Stocklead für den kleinsten Fuß. Fuß? Oh mein Gott! Das war heiß, das war weh. Eine andere Art von Schein, Abi. Spam das Taxi to help out Maxi. Wollen wir das go? Am besten immer so laut reden, dass Maxi das hört und richtig angepisst ist. Nein. Das habe ich einmal gemacht und mir selber nie wieder verziehen. Maxi hingegen hat es mir sofort verziehen, aber ich mir nicht. Oh mein Gott. Das reicht ja schon. Und da steht 1-0 für Lil Fuß. Besser als letztes Mal. Letztes Mal war ein Statistical Outlier. Ich bin eigentlich schon Matches beim Ladder. Hast du schon Leather-Ergebnisse? Nein. Male Element Downgrade 5-8. Sorry. Ich persönlich gucke immer sehr, sehr gerne Final Destination-Fights, weil es mich sehr glücklich macht, dass sie da Platz haben und dass sie alle nicht so schnell fallen. Mich beruhigt das ein bisschen. Die Plattformen nerven mich sowieso die ganze Zeit. Ich finde Plattformen richtig geil. Dennis wollte seinen Chain-Grab versuchen, kam aber dann nicht. Also, oh, das war gut. Oh, schön, das war ein bisschen unnütz von Maxi an der Stelle. Aber hat
gibt nicht so viele Schaden, dann ist doch alles schön. Oh. Da war timingmäßig Maxi ein bisschen vorne. Oh, das war ein Stock! Das hätte ich nicht gedacht, dass die schnell ist, Stock. Also nicht im Match schnell, aber mit wenigen Attacken. Allerdings, ja, mit dem 119 wird das jetzt auch gewesen sein. Was ist denn hier mit auf? Spam this boost to have if you love the fruits. Spam this Fuß, ey. Fuß-Emoji? Fuß wäre noch sinnvoller. Das war ein Take-Trace, glaube ich. Und das war ein Take-Trace, oder? Das ist ein Take-Trace. Guck, das ist jetzt ein... Beide, das, dort wo Maxi auf dem Boden war, das war ein Tech-Chase. Das war ein Tech-Chase? Ja. Das ist immer, wenn der Gegner auf den Boden fällt und dann eine von diesen Optionen hat. Also er kann links, rechts, Mitte oder nichts machen. Oder angreifen. Ich habe es gerade erklärt und deswegen dachte ich, ich sehe es mal und ich habe es nicht sofort erkannt. Also Peach kann es fast nie machen. Er kann so ein, zwei Optionen mal abdecken. Und das war gut. Und das war jetzt doch. Der Unterschied zwischen Falk und Fox zu illustrieren. Ja. Du siehst ja, wie Dennis da rausgeht und versucht Maxi zu treffen. Ne? Ja. Mit Fox ist das halt schwer, weil er diesen einen Moment den einen Punkt, hat, wo die Flamme echt ist, dann wird Dennis getroffen und stirbt dabei vielleicht. Und bei Falco gibt es das nicht. Das heißt, Peach kann einfach rausgehen und machen. Ja. Einfach alles machen. Aber bei Falco muss man aufpassen, wenn Falco die Sidekick trifft. Ja. Weil die geht ja nach unten. Das ist halt wie das. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Stein macht. Der schubst dich einfach nur weg. Haha, was ist das für eine von Seiten? Der blüht, dieser blaue. Ja, also bei Falco geht's nach oben. Also ist das eine. Welche Attacke ist das? Die Down-Bee. Genau. Und eigentlich ist das ja zum Reflektieren. Aber was Nintendo nicht wusste, als sie das Ding gemacht hat, ist, man kann draus schwingen. Und dann kannst du draus Wave Dash machen. Oh, 2-0. Dann kannst du noch einen machen. Das heißt, sowas wie Peach kannst du einfach so flip, flip, flip und weiter. Und theoretisch, wenn du das richtig gut kannst, kannst du das einmal die Stage runter und dann einmal hinter den Gegner rennen, da nochmal und dann rückwärts machen. Okay. Das ist richtig schwer, aber so theoretisch kannst du damit halt infinite. Aber nur gegen Charaktere, die davon nicht umgeschmissen werden. Und, wer, also, und Peach zum Beispiel? Peach wird nicht umgeschmissen, Sheik wird nicht umgeschmissen, Falcon wird nicht umgeschmissen, aber Fox und Falco schon. Zum Beispiel. Marth wird witzigerweise in der Originalversion, die wir spielen, wird hingeschmissen. Aber in der alten, also in der europäischen Version, die wir ursprünglich gespielt haben in Europa, da wird er nicht umgeschmissen, weil es so einen winzigen kleinen Unterschied gibt. Ich vermisse die europäische Version. Nicht mehr, weil die Amis die spielen und die Amis die wichtigen sind. Ja, ich auch. Ich find's kacke. Gucke, das war. Scheinen zu scheinen zu scheinen zu scheinen. Man kann da was machen, wenn du getroffen bist, kannst du mal so einen ganz kleinen Blick in eine Richtung machen und das ändert deine Trajektorie so ein bisschen. Ja. Was Dennis macht, er macht immer rein und das macht es Maxi halt ein bisschen einfacher im Moment, aber wenn du es mal raus machen wirst, so abwechseln, dann kann das sein, dass er halt verkackt und nicht in der richtigen Stelle steht. Ich verstehe. Super. Hier ist ja eigentlich 2-0. Mein Letter ist. Ja, siehst du genau. Er hat jetzt da reingemacht und hat sich geklappt. Das ist halt ewig lang. Ja. Mann. So, gut gespaced. Da war es egal. War die Flamme egal. Das hat der kleine Fuß aber Bock. Ja, jetzt ist Dennis ein bisschen gierig. Also ein bisschen den Maxi in die Waschmaschine schicken. Ein bisschen gierig ist ja auch gut. Man kann Fox ist ein bisschen gierig, manchmal sehr gefährlich. Hey. Weil Fox kann nicht halt sofort töten. Aber es ist halt generell bei gut. Oh, was? Was war das denn für eine Hitbox? Ist eigentlich die Side-Smash immer anders bei Hitbox-mäßig bei Peach? Was ist das? Die immer anders ist? Ja, das sind ja immer andere. Naja, sie hat einen Tennisschläger, einen Golfschläger. Was hat sie noch?
Baseball nicht. Nee, Baseball hat sie nicht. Eine Bratpfanne, glaube ich. Eine Bratpfanne, stimmt. Die Bratpfanne ist die stärkste, die steht nach oben, glaube ich. Du musst so die Results machst du, oder? Der Tennisschläger steht am weitesten natürlich. Ja. Und der Golfschläger? Der ist, glaube ich, normal. Der macht sich so. Der 2-1. Das ist, glaube ich, so ein normaler Schlag. Ja. Oh, du hast gegen Mali gewonnen. Ja, was passiert? Achso, hast du einen Samus mal wieder gespielt? Nice. Ja, ich hab Kopf verloren. Verdammt. Deine schnelle Biester. Sag das Dennis immer. Nein, das sag ich nicht. Ich hab früher bei den Reinigten noch was gespielt. Das sind kleine schnelle Biester, das stimmt. Der einzige Grund, warum Dome gegen mich gewonnen hat, war, weil er so klein und schnell ist. Du hast sehr gut angefangen. Was? Das war ein Reverse, ne? Ja. Ja, weil er dann halt irgendwann einfach so wegrennen kann, die ganze Zeit. Und dann kann man den Falken gar nicht mehr so, also das sind diese Kacke so. And now he would. Es ist gut, dass er einfach nur noch weg so. Das war, ah, okay, cool. Ich dachte, wir spielen hier. Oh. Oh, Dragon. Oh, let's go. Ich hab komplett die rechte Input. Ah, das war fast ein Comeback von Max. Ich hab genau nach links gerannt. Ja. Oh Gott, Alter. Generell immer diese, wenn beide wegschmeißen. Happy Letter to go to the. Yeah, to the. They were. No, they were 0-2, right? It's 2-1. They were 0-2? No, it's 2-1. Ja, Ace muss noch callen, deswegen. Ah, so, Ace, you're sleeping. Ja, wir müssen kaufen. Ich habe halt gemacht, dass man nicht sehen kann, wer der Opponent ist bei Ladder. So lange bis bei der Acceptor. Die hatten da nur. Aber die Sticker, da war nur der Kunde, die war nur der Sticker. Ja, extra lang, also viel länger genug als ich wollte. Das war das einzige Alkoholfreie, was wir haben gesagt. War das einzige Alkoholfreie, was wir haben? Die hätten eigentlich noch was machen. Die haben ja einfach mehr. Das ist auch eine Sache, die Fox hast du übrigens. Kannst du irgendwas machen und leicht verkacken, weil er kriegt da so ein Killset dafür raus. Ja, das ist so gut. Das ist so krass. Das war gut. Das war einfach sehr gut. Konat, das ist Konati Story? Ah, das scheint können. Das war der Tennisspieler. Der schickt sehr weit weg. Ja. Oh! What? Was? Die Wolke haben jetzt hier. Was dann wohl für den Dennis? Das war es jetzt, aber sehr große Sache. Und das ist halt auf der Plattform auch schwieriger. Der Stage. Weil er kann auch immer, aus allem kriegt er den. Aus wirklich allem so. Der Gegner macht Fehler, er kriegt den. Du wirst von der AP getroffen, du kriegst den. Side-V, kriegst den. Schein, Upsmash. Näher, Abwehr. Alles Lidl für alles. Ja. Und. Aber das kann ich nicht werden. Shiny! Oh! Oh, Abwehr. Schlimm. 3-1 für Lil. Schlimm. Mann. Wir haben gerade gespielt. Paule, seid ihr fertig da? Ja. Ah, wie ist es aus dem 3-2 für Geldmann. Geht direkt weiter. Geldmann. Fuß gegen Geldmann. 3-2. Brauchst du Pause? Oh. 3-2, ne? 3-2, ja. Italien ist Vicky Paul. Vicky. Oh, Vicky Maxi, Vicky. Vicky Paul. Oh, wieder Prenzlberg gegen Schalobu. 1-5 mehr, endlich.
Wie sind die Payouts eigentlich? Geht es langsam los? Plus 4 wahrscheinlich. Ich glaube, er ist ein bisschen besser. Low ist halt im Green. Ich habe ihn verloren. Oh, der Flacco kommt raus. Aber muss man mal oder ist das so? Ja, aber vielleicht ist das, ne? Wie viele sind das? Wollen wir wieder anmachen oder ist das... 13 Leute, oh mein Gott. Spielen heute. Noch ein Space Invasion. Das ist 16-7-3. It's truly a Spacey's world. Der Erste kriegt schon... Was? Das ist gut. Ich sitze so. Wie viele werden ausgefallen? 16-7-3. 16-7-3. Also nur der Dritte? Ja. Was? Hä, bei 13 Leuten? Wild. Er ist am 16. Oh, okay. Obwohl, ich bin ja schon... Ah, Dritter. Dritter mindestens. Also mindestens 3 Euro. Ja. 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 Also der Gewinner von. Nee, der Gewinner von. Ich Ja, Geld, Junge, stabil. Der Schmuck. Stabil am Bienen. Es ist halt so blöd, dass du schon in das Final kommst, weil das, dann hast du so viel nicht zu spielen. Ne? Ja, ist okay. Ich bin noch einigermaßen warm, glaube ich. Oh! Oh, einfach. Ja. In der Beschreibung und habe ich gefickt. Das ist jetzt ein Übergreifen. Ja. Bin erst noch, so wie letztes Mal. War ja auch übergreifen. Haben wir aber dieses Semester am Ende nicht. Uiuiui, okay. Maxi muss sich hier was ausdenken langsam. Oh, Schein. Er hätte direkt Schein können, dann wäre fast tot gewesen. Das, ja, aber da geht Schein geht er nach oben. Der macht's weg. Da jetzt. Und das kann er halt mit der Down ja kommen. Hat er nicht geklappt gerade, aber. Genau, der hat er das gleiche im Prinzip, aber halt nach, also von oben nach unten und nicht nach, von links nach rechts. Ja. Maxi sucht nach seinem großen Opening, aber sieht gerade schlecht aus. Die Kombos von Falco sind halt immer vertikal und bei Fox einfach horizontal. Obwohl, das stimmt nicht. Fox hat Kombos in alle Richtungen. Ja. Und Falco auch. Ja, Killmove ist halt umgekehrt, genau. Und das war das erste relativ komfortable, wenn man das Geld ist. Geldboy. Die Inkarnation von Moneyboy. Guck da, hier hast du Schein gesehen. Ja. Jetzt schon wieder. Ja. Ich erkenne es hier vor, aber ich habe noch nicht gesehen, dass es. Doch, immer hier. Die ganze Zeit, wenn das Skript und dann. Microsoft glaubt, warum ist es immer noch so scheiße? Was? Wurde Smith zu wenig von Microsoft gekauft. Ja. Das ist immer noch so scheiße. Ja, weil die halt kein Geld. Die möchten einfach nur das Geld holen. Die investieren halt nicht rein. Aber komisch, dass Evo noch benutzt. Das war ein Tech-Chat. Also ich habe gesehen, dass einer mal lag und dann ist irgendwas passiert, aber
Ja, rennt dann mal hinterher und gleich. Go to verb. Please head to verb to prepare for your match. Niklas, pass auf, dass du nicht zu nah rangehst. Da, schon wieder? Da, guck mal. Ja. Schon wieder, da. Siehst du es jetzt? Ich hab 2-0. Das ist immer, wenn der andere so hochkommt, man dann... Nee, das macht er ein bisschen dumm, tatsächlich. Also du willst ihn einmal hochschlagen und dann meistens eigentlich wieder runterholen. Oder halt begleitend mit den Plattformen mit ihm hochgehen. Aber das ist halt ein bisschen schwierig, weil irgendwann hast du dann keinen Platz mehr und dann ist der Gegner einfach raus. Und du kannst was super Cooles damit machen, aber das ist halt nicht so optimal. Hab gemacht, damit man halt nicht startet, bevor man annimmt. Hey, Max, geh auf den Sack. Ich muss mal nichts mehr sagen. Oh. Es gibt keine irgendwie Zeit, wenn man zu übernehmen. Oder? Doch, 3 Minuten. Du hast mein Glas weggebracht. Ist halt so dumm, dass man keine Bedarf zu machen. Ja. Ja, das ist gut. Das müssen die einfügen. Ohne Paul-Kombo? Ja, das kommt. Es gibt ein Paul-Kombo und eine Paul-Kombo, ne? Boah, fuck, ey. Eine Paul-Kombo ist einfach alles, was Paul macht. Ja, und das ist einfach alles, was krank ist. Let's go, let's go. Oh, das war's. Nein. Okay, das. Oh. Oh. Die Eier. Nein. Oh! Oh! Das ist fucking. Prenzlberg, Digga. Das ist eine Paule-Kombo. Charlottenburg. Ne? Eine Paule-Kombo. 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 Beste Kombo. Jede Kombo, die weird as fuck ist und killt, ist eine Paule-Kombo. Jede weak reverse bear zu der ist eine Paule-Kombo. Naja. Muss jeder selber wissen. Das war Tech Chase. Das war Tech Chase Abschluss. Genau. Egal, Tops. Tops kann aus jeder Option, wenn der Gegner am Boden liegt, auf Reaktionen abfahren. Mhm. Solange er liegt. Da schon wieder jetzt. Das Tech war Chase. Tech Chase. Mhm. Und das sind diese Chain Grabs, genau. Genau. Das ist genau das gleiche, bloß halt eben auf jeweils anderen Charakter. Thank you so much, Soundy. Oh, jemand subscribe oder was? Nee. These graphics are so cool. Ey, sie sind wirklich cool. Maxi mit dem zweiten Stock, ohne auch nur etwas Prozent zu nehmen. Also nur ein bisschen. Das guckt sich das Geld mal nicht weiter an. Hat genug. Oh, wir reversen. Die Prozente gucken wir. Nice! Nein, ich meine, das guckt sich nicht weiter an. Dass so. Maxi da unbescholten durch. Unbescholten. Und das war's. Oh, da war Schein. Und wenn du da so ein bisschen in der Luft den erwischst, dann ist er einfach tot, so zum Beispiel. Da ja, wieder. So. Oh! Ja. Insane, very insane. Nice. Charlottenburg. 1:10, Alter. Bibi. Das war kein Game. War das God-Time? Komm, Strecker. Auf Crash Cove ist das sogar Weltrekord. Das war ein Lappy. Schon wieder. Oh! Oh, das war's. Alter, das ist so okay, cool. Alter. Max, du zieht die Jacke aus. Max, du bist ein bisschen gemein gerade. Oh mein Gott, Paul, Alter. Gemein sein? Gemein spielen, ja. Du willst den anderen von der Plattform schocken, das liegt gerade nicht. Ja, aber man kann das halt auch cooler, als du so eine gemeine Frage hast, aber auch eine nette. Hältst du eben kommen? Würden Sie bitte von der Plattform? Das ist, ja. Von der Plattform das. Aber er steht. Aber er steht. Also dieser Schein, der ist schon ein bisschen dishonest. So. Oh mein Gott. Aber er steht unentschieden. Spaß zu Spaß. Oh, das ist Tech Chase. Nochmal Tech Chase? Ah nee. Ey, ich glaube, er wollte aber. Mal, will ganz hier mit hohen Sprüngen will er rein. Der Maxi. Das war's. Maxi, wieder mal mit einer starken Führung. Ein Stopp. Naja, das war dominant aber der letzte. Er hat Momentum. Er gibt's ab. Oh mein Gott. Naja, okay. Man merkt, wer für wer ist. Und hat nicht viel Prozent erzielt. Muss man auch
aber jetzt nicht. Ich bin tatsächlich relativ neutral. Ich hab Geld, meine Beine nicht. Ich bin für den. Der besser spielt. Für den. Oh, nein! Oh, Digga! Oh. Was? Schön bei euch. Oh mein Gott! Jetzt am Schiff! Hä? Wird die Gamer. Das sind Gamer. Das sind Gamer. Tech Chase. Das waren Tech Chase. Okay, Paul. Best of 5? Best of 5, ja. Ihr könnt auch Best of 3, je nachdem. Eigentlich könnt ihr es selber entscheiden. Oh! Ich dachte kurz, da kommt ein Paul-Kombo, aber nein, das würde er nie. Ich hab da komplett ein Maxi-Kombo. Paul-Kombo. Paulo. Ja. Oh, nein, ich hab noch keine Maxi. Oh, Paul! Dang! Hat mein Kissen bleiben. Oh, okay. Cool. Oh! Das war's schon. Ich will heute ruhig gucken. Aber. Keine Ahnung. Ich hab ihn ja? Ist von Mario ist weggesprochen in 3. Ja, irgendwie. Bin ich Special Jump? Nein, ja. Nein. Rumboy. Juggle war wohl kurz im Chat, aber dann lange nicht mehr. Oh, Herr Jecher ist noch immer noch da. Ich hab keine meines besetzten Homies. Ah. Niemand schaut rein. Rumboy ist immer noch da. Wieso hast du. Ist was passiert? Nö. Ja, wir müssen dann schon die Wein. Wissen wir wohl die. Er konnte ja nicht ganz verschwitzen. Ja, ich hab's gemerkt. Du bist am Ende cool geblieben und das hat's gemacht. Oh, Double Nair! Das ist halt so, wenn du was gegen Leute spielst, die den gleichen Killer wissen, ist halt teilweise halt einfach den Menschen hier eben. Ich hab mir so die ganze Zeit dieser Krieger konnte mit so tausend an. Und für ihn ist es halt so. Ja, weil du hast am Ende cool geblieben und er hat immer noch. Ich hab auch super viel. Ich hab auch super mit. Die anderen spielen auch besser. Ja. Ja, aber auch nicht so. Oder weiß ich nicht, aber ja, kann dann die Sache dann nicht mehr so die ganze Zeit okay. Ja, er wird halt jetzt joken, so. Er diese Blockade, dass nicht gegen ihn gewinnen kann oder. Ja. Oh, danke weiß, für den Follow, ZX. Das ist halt bei sowas super wichtig. Ja. Also scheißegal, wie du close spielst oder irgendwas, aber wenn du halt. Ich glaube, das ist einfach eine mentale Frage. Und das merkt man auch manchmal so bei Leuten, die schon immer lange gegen jemanden gespielt haben, immer besser waren. Manchmal noch besser gegen jemanden, ja. Der schon gegen besseres gewonnen hat. Ja, ja. Ja, bei mir war das, ich habe mir gedacht, okay, ich kann das ruhig auch verlieren. Das ist ja nicht schlimm. Bei Konzi ist halt ein super gutes Spiel. Ja, ich habe mir halt so gesagt, so. Okay, aber ich gebe mein Bestes und gewinne es trotzdem. Ich weiß also, damals sind die Besten, gab es halt auch Blaze. Beste Peach oder einer der besten. Du bist nicht du, dann bist du. Ich hab super gut gespielt, ich hab das Spiel immer lassen und das Team Spiel immer gespielt. Weil genau das gleiche, der wusste, er ist besser, der wusste, ich crumble und er ist. Und der wurde halt immer lassen und plötzlich so viel besser. Das gehört halt richtig dazu, also die Mental Game ist so wichtig in dem Game. Nice! Das ist auch immer so schlimm. Das ist so schlimm, wenn du richtig Angst hast und zuerst mit diesen Up-Air-Strings kommen. Ja. Weil du kannst eigentlich richtig leicht raus, indem du halt einfach gar nicht weg die Eis. Du willst halt überleben und die Eis rein. Aber immer wenn du rein die Eis, dann hast du noch eine Connect und noch eine und noch eine. Wir machen jetzt eine Runde Best. Das ist halt, das klappt nur, wenn der Gegner wirklich Angst hat. Ja. Vor allem in den Prozenten hast du halt. Normalerweise halt. Hast du einen Mixer-Boon nie oder ab der? Wir können ja auch mal einen Curse-Weekend. Aber bei dem Prozent ist es halt scheißegal, weil nie wird es so schön, wenn es reingeheizt oder nicht. Wir sind nur aus Angst zu sterben, dass du reingeheizt, aber dann ist es stirbt das. Damit du auf erster Platz bist, ich führe mal. Genau, für eine Woche. Heute kann man schön Geld gewinnen. Ja, ich weiß. 16 Euro. Ob der Rüff? Dann ist es 11 Euro plus insgesamt.
Ja. Ich hab einfach auch gestern mal einfach so mal. Geil. Und auf wen hättest du Bock, mal auf Geldmann zu spielen? Oder? Ich habe noch nie gegen Geldmann gespielt. Also wäre es schon geiler, aber ich glaube, gegen Conti wird es wahrscheinlich interessanter. Ja. Also no shots, aber Conti ist halt... Conti hat doch gar keinen Set geholt, ne? Hm? Conti hat doch gar keinen Set geholt. Gegen mich? Ja. Nee. Also wir haben auch noch nie oft gespielt. Also, halt nur in Berlin. Oh! Ja, also oh. Wir haben legitim nur das letzte Jedo gespielt und das Online-Jedo, das eine. Und das 100. oder? Nee, der 101. Ja, das war da, wo ich da war, das eine Mal. Du warst schon, glaube ich, mehrmals drin, oder? Nee, ich war einmal hier bisher. Da habe ich zwei Sets gewonnen und das andere Mal war so ein Online-Jedo, da habe ich auch nochmal zwei Sets gewonnen. Hat er auch eins geholt da beim Online-Jedo? Ich weiß gar nicht. Also, Konsti und ich haben legitim noch nicht oft gespielt. Lokal nur beim letzten Jedo. Bei Arcadia mussten wir gar nicht gegeneinander. Ja, also legitim habe ich eigentlich nur drei Sets gespielt, heute und beim letzten Jedo. Jedo 101, ne? Vorletzte. Jedo 101, ja. Das erste in dem Jahr. Ich meine, das kam halt legitim einfach nicht dazu. Selbst wenn wir auf dem gleichen Turnier waren, so sollte es einfach nicht sein. Hast du jetzt hier gewonnen gegen Kreuzzi? Ja, ja. Okay. Knapp war das nie, oder? Hm? Das war schon knapp. Doch, keine Ahnung, gegen Kreuzzi ist halt schon immer knapp. 3-2 war das letzte. Aber ich glaube, ich letztens schon Grand Final war 3-2. Ja, ja. Ich glaube, ich habe noch Reverse Jedo wieder. Man sieht halt richtig gut die Stats hier beim Grand Final. Ich glaube, beim letzten Jedo, im Grand, habe ich stand auch 2-0 vorne und ich habe es noch geholt. Ich hab das letzte auch noch geholt. Das ist ja, sind wir schon vorbei? Ja, das ist schon fein. Gamen? Ja, bis jetzt aussieht, wo die keine Ahnung, wo über. Ich glaube, da hinten irgendwo. Maxi, da hinten irgendwo ist ein Steckdose. Was ab? No problem. Bis Nedo.
Gagman ist jetzt schon nicht mehr da und jetzt ist Karzik am Start. Und wie sieht's aus? Ja, steht gerade 0-0 und Konsti führt. Und Konsti führt. Also jetzt quasi sehen wir nochmal das Matchup von eben. Ja. Konsti die ersten zwei Pass in die Hand nimmt. Konsti, Konsti hat den ersten. Ja. Was einer weiß, weil ich will jetzt eigentlich spielen. Konsti wollte aber, das ist ein toller Appell. Ich habe mal meinen Vorschlag zu Twitter, weil ich will nicht. Okay, warte ganz kurz. Also, Aber mal gucken, ob das wieder ein Toss wird. Oh, das ist ein Tech Chase. Oh! Das 2-0. Tja, dann hoffen wir nicht mal, dass es nicht jetzt nicht 1-1 das letzte Game wird. Das wäre schade. Das würde Konstanz vielen Wins diese Runde nicht gerecht werden. Ja. Andererseits ist Karzik da einfach auch immer sehr confident, dass er das noch ziehen wird. Und hat einfach so ein bisschen die innere Ruhe zu sagen, naja gut, selbst wenn er welche abgibt, im Zweifelsfall wird er schon noch hinkriegen. So, weißt du? Und ich glaube, das ist halt eine bequeme Position. Ja. Und mit genau der spielt er jetzt auch wieder, habe ich das Gefühl. Karzik führt schon wieder. Oh. Nedo. Das Nedo. Nedo. Und da hat Konstantin von der Plattform getrieben. Es darf nicht wahr sein. Das ist das Und da
was war das? Yes, denn überhaupt der Mob, der da mit Baumwolle spielt. Magic. Das ist Magic. Jetzt geht auch Fox bald. Also Fox eigentlich. Ja. Aber was spielt denn? Spielt das Amos? Ja? Vom Mund? Was? Spielt Baumwolle gerade Samus oder Fox? Baumwolle spielt Fox. Weil vorhin hat er Samus gespielt. Oh! Und last stop possible, last match? Und nur das Zeit. Weil danach müssen die nochmal spielen. Ach so. Weil Parsec ja in Winner's Zeit ist. Ah. Da konnte sie zweimal gewinnen. Aber er hat ihn ja schon. Also zweimal Best of 5 gewinnen. Ja. Oh. Er hat schon wieder versucht zu tech chasen. Ja. Und da ist das 2-2-1. Und gehst du zum PPT? Ultimate Zeit? Nee, vielleicht. Also, das ist halt ziemlich teuer. Aber 35 Euro dafür, dass man nicht fahren muss? Nee, für einen Tag. Das ist ja auch. Ja. Also und es geht direkt los. In so einem 128-Ein-Tag-Event ist schon. Ein Tag-Event sicher, aber es ist halt ein Vorteil, dass in Berlin ist, meine ich. Also Ultimate habe ich leider, bin ich leider von abgefallen, weil ich keinen Bock auf online hatte während Corona-Zeit. Aber so zu einem Multigame-Event würde ich voll gerne wieder. Ich war halt bei einem da und da war viel, viel zu wenig Setups. Und so. Ach, bei dem Ultimate hier in Berlin? Ja. Ich glaube, da warst du auch dabei. Das war in Tempelhof, glaube ich. Ach was? Ich weiß gar nicht, was Tempelhof war, aber nee, was war das, das, was da so mit einer Nacht startet? Ich war halt abends, deswegen, ja. Ja. Und dann so mit richtig schüttigen TV gespielt. Dann generell für viel zu viele Leute eigentlich einfach. Ja. Ich hab halt das Befürchtung, das wird auch bei PPT sein. Für ein Ein-Tag-Event sind 25 Leute schon viel. Ja, wenn es halt keine Pools gibt. Keine Pools? Also Bracket Pools. Let's go! Innerhalb von. Also das vermute ich mal, dass es keine gibt. 35 Euro für 02 Games, let's go. Ja. Larry Nurse da. Ultimate Single. Ich habe zuerst ein bisschen Hoffnung gehabt. Vandalier hat das ja angeteasert, dass nachher noch Humbleybox kommt oder so. Larry Nurse hat sich auch ein Meeting mitgemacht. Und? 2-2? Ja. 2-2? Wir sind beim Last Game. Ach, scheiße, Mann. Das kann nicht wahr sein. Es wiederholt sich hier einiges. Oh, Jojo. Was geht, Jojo? Jojo. Er hat runter vom Rasen. Warum spiel ich jetzt nochmal so? Ja, warum nicht? Ich hab noch keinen schlecht getan. Vielleicht. Ah, kannst du auf eine Art? Kannst du einfach gewonnen, oder nicht? Nee, bitte nicht. Er hat erstens. Oh! Was war das? Ach so, ja, bei der. Hat Konzi gerade Double oder Triple Stomp nie getroffen? What? Er kann nur einen Stompen. Hier ist. Das war ein Mensch. Das vierte Matchup überhaupt nicht gesehen. Was fürs Gold? Das ist abwehr 2-2. 2-2. Winner's Side. And the play before was the same thing. So Konsti won the first two. Okay. And then Kazek turned it. And now it was the same thing. So like. Oh damn. So that. Okay, this is so the first time around. Oh. Konsti lost and went to the losers, but he won losers and now he came back up. And it's the same thing. Ich hab 3-0 gewonnen. Ja. It's again like. 2-2, Gunnar's Zeit. Ist das erste Always cool. Ja, auf jeden Fall. Zeig mal, dass es close war.
Ah, kann ich leider nirgendwo schreiben. Doch, ist das 4-0? Ja, genau. Doch, bis. Also 3-0. 3-0? Ja. Warte, was ist los? 3-0. Das war's nicht mal. Das ist eigentlich Sommer. Ich hab 2-0 verstanden. Kann ja keiner wissen, ne? Oh mein Gott! Konzi! Konzi ist auf jeden Fall. Oh, das kann reset werden. Oh shit, wer das Konzi als erstes erkennen? Dominika? Dominika. Dominika. Oh, reset! Oh, reset! We wanna see some more melee, yo! Ja, ja, Mann! Berlin PR schon outdated? Ich hab grad nicht so richtig aufgepasst. Sag mal, Kiras, wo ist denn dein Bruder eigentlich? Wollte der nicht kommen? Keine Ahnung, wieso er nicht kommt. Massearbeitsstress? Keine Ahnung. Aber weil er ist jetzt auch hier, ne? Ne, der muss nicht seit 7 Monaten die Masterarbeit schaffen. Ja, ja, wie gut der wird sich da ausgeschaut. There's one cold one in the fridge. The other one in the fridge is not cold yet. So choose wisely. All right, yeah. Try to smell instinct. The coldness, I suppose. Your instinct. No, no, say smell. It's all right. Scent. The scent. The scent. Your instinct. That might be good. Quite the good call. Then. Yeah. Oh shit. Aber Johnson ist voll dabei, aber er hätte nicht so Bock, es bei sich zu machen, weil er jetzt halt gerade erst angekommen ist, er ist halt heute wieder aus dem Urlaub da. Ja. Und auch von da und so. Okay. Das heißt, wir würden es dann vielleicht bei uns machen. Hättest du Lust? Kommst du ja am Samstag erst wieder? Ja, genau, ich komme dann, ja. Dann, wir wollen halt Samstagabend, glaube ich, dass wir vorhin was machen. Nee, du wolltest du denn nur bei der Ja, Corona? Ja. Oh shit, okay. Und Dominik turned it again. 1-0. Ich muss jetzt spielen. Thank you.
Wochen hat Konzi das letzte Mal wirklich gewonnen, ne? Letzte Woche war er nicht da. Ja. Kann sein, ich weiß es leider nicht, weil ich jetzt letztes Mal bei den Rhythmus nicht war. Ja. Ist halt blöd, dass der Box noch ist. Ja, voll. Oh! Wow. Ist auch sehr schwer, oder? Einfach Boxen hier machen. Bitte? Einfach Boxen hier machen. Einfach hier einen Hexagon aufbauen. Einfach als Leben kann ich gewinnen. Ja. Money Match. So wie Schachboxen, einfach Melee-Boxen. Genau, Melee-Boxen. Aber dann müsste ich auch Melee spielen. Das wäre ein Problem. Beim nächsten großen Event in Berlin einfach Melee-Boxen. Kann es wohl sein? Oh nee! Oh. Da wollte Konzi zu viel. Matchpoint für Prasik. Out of
ganze Zeit an der Kante geblieben, hat gewartet, bis das Monster ihm vorbeikam, um ihn irgendwann anzubegleiten. Na gut, er hat es jetzt mal nicht geschafft. Aber er ist die ganze Zeit da geblieben, also er ist die ganze Zeit an der Kante. Wenn man halt an der Kante ist, dass man eine bestimmte Zeit unverwundbar ist. Ja, ja. Und er ist da die ganze Zeit geblieben, hat gewartet, bis Kostin zukam. Und der Unterschied bei Melee und Ultimate bei der Kante ist, dass bei Melee man mehrmals unverwundbar sein kann und bei Ultimate einmal auf die Stage raus. Last Stock, Game 4. Holt sich Konsti noch den Game. Ah, passend. Und das ist das Game. Darf nicht wahr sein. 3-2 für einer für Parsec. 3-1. 3-1 war es, ne? Aber erstes Winner-Set. Das könnte der Beginn eines Turns sein. Er hat 3-2 gewonnen. Ne? Magic? Ja. 3-2. Ja. Und auch so ein bisschen anderes Zeug und Wasser halt. Ja, ich mach das schon. Kannst mir sehen. Hey, komm nicht. Oh, es war doch so. Ja, ja. Also nach draußen. Wir können kurz gucken. Nein. Was war das? 12 Euro, 7 Euro und was? 14 Leute. Was? 17,83. Oder? Sagen. 14 Leute. 14 Leute. Check mal. Wenn du gerade nicht. Ich dachte 14, 7. 14, 8, 3. 14 Leute, 14, 8, 3. 3, 0, 14. 14? 17, 8, 3. 17, 8, 3. 17? Ja, krass. Für mich auch 3, 0. Genau, 3, 0. Opus? Sheesh. Was hast du gespielt, Opus?
Erstes Match Gangnam, dann zweimal Peach. Und dang! 3-0 für dich, oder? 3-0 für mich, ja. Was? 3-0? What? Tatsächlich, wir haben so gut wie keine Münzen mehr. Marlon meinte, er hätte sich auf meinen Peach gefreut. Dank Banane. Dank Banane. Dank Banane? Der gibt doch immer nur Scheiße. Wer ist Dritter gewesen? Paul. Kann das mal jemand, Dennis, kannst du das Paul bringen schnell? Ich sehe ihn so genauso oft wie du. Er ist draußen. Ich sehe ihn genauso oft wie du. Okay, aber ich brauche da eine extra Hand. Warte mal, wer war jetzt? Wo bist du denn? Ach da, NRW-Mann. Ich suche mal nach Kobobi und finde dann NRW-Mann. Okay. Ich suche mal nach Konati und finde gar keinen. Uiui, das ist schon spät. Target Points. So, ich hab's ja genannt. Ja, I watched you partially and it was crazy. So that was like
think we both lost. Ja,
3-1, ne? 3-1, ja. Geil. Kommst du noch nach Hause? Paolo? Ja. Paolo, kommst du noch nach Hause? Ohne Maske mit der Bahn kommst du noch nach Hause? Ach so, okay, dann geht's ja. Yeah.
Alex. Magic, are you the fox or the fox? I'm the fox. Okay. Okay, I should be trying to go through.
Das ist so ein Schmarrn. Ja, das Gute ist halt, dass du bei so einem Ladder eigentlich ziemlich gut mitmachen kannst. Das ist halt nicht so richtig Turnier, aber man spürt so ein bisschen von der Erfahrung.
Thank you.
Oho! Boah, Dennis, das möchtest du, glaube ich, auch bei deinem Stream haben. Hä? Dein Stream ausgelassene Frames durch Netz werden. Oh. Null. Oh. Das wäre dann passt.
Zelda macht die ganze Zeit so Sexgeräusche. Digga, sie macht literally so. Ich würde es
Ja, aber ich dachte, das ist irgendwann vorbei. Ja, 14.